werden schon noch kommen. Das wollen Sie anfangen. Ja, erstmal guten Abend. Wer mich nicht kennt, ich bin Ortner Ilfmann, Landesvorsitzender der ABL, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und ich freue mich, dass so viele Gäste hier zu unserer Veranstaltung erschienen sind. Thema des Abends heißt Großgrundbesitz und Gentechnik oder bäuerliche Landwirtschaft, Brasilien, ein Land im agrarpolitischen Wandel. Und dazu haben wir als Referenten, jetzt wird es schwierig, Professor Antonio Ignacio Andrioli eingeladen. Freuen uns sehr, dass er hier ist. Er wird uns gleich aus seinem Heimatland Brasilien berichten. Da gibt es nämlich sehr widersprüchliche, sich einander widersprechende, aber auch teilweise sehr Hoffnung machende Entwicklung. Brasilien ist ein sehr großes Land, ein sehr vielfältiges Land. Wir haben häufig nur den Großgrundbesitz, den Anbau von Gentechnik Soja im Auge. Dort gibt es aber auch eine Renaissance, möchte ich es mal nennen, der bäuerlichen Landwirtschaft mit auch einer gewissen politischen Unterstützung. Und das kann auch für uns hier in Deutschland ja nur ein Zeichen der Hoffnung sein. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Begleitet wird er von Annemarie Volling. Annemarie ist tätig bei der ABL, bei meinem Verein, und dort zuständig für alles, was mit Gentechnik zu tun hat. Sie koordiniert unter anderem auch die gentechnikfreien Regionen in Deutschland und begleitet Professor Andrioli auf dieser Reise, die noch zu vielen weiteren Stationen in ganz Deutschland führen wird. Annemarie Wittgen. Annemarie wird gleich dann auch mit einer kurzen Einführung in das Thema beginnen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, die Veranstaltung wird wieder von einem breiten Bündnis getragen, bestehend aus RBL, Brot für die Welt, Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, BDM, und BUND. Und das zeigt, dass unsere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auf ein breites gesellschaftliches Interesse stoßen. Und ich bin sehr froh, dass es uns hier wieder gelungen ist, diese Mitstreiter zu mobilisieren. Auf der Einladung haben Sie vielleicht gesehen, es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Unterstützern. Und auch das ist ein Zeichen, das Mut macht, dass sich so viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen für diese Themen, die mit bäuerlicher Landwirtschaft zu tun haben, interessieren. Gut, ich möchte noch ganz herzlich Vertreter der Presse hier im Raum begrüßen und auch nicht versäumen, Herrn Kirchner von der UBL zu begrüßen. Das ist eine Firma, die sich mit Zertifizierung gentechnikfreien Futters beschäftigt. Wir hatten ihn neulich schon zu einem Referat hier in Westerstede für unsere Einkaufsgemeinschaft für gentechnikfreies Kraftfutter, Oldenburg, Ammerland, Ostfriesland. Insofern betrifft uns das Thema, wenn es um Gentechnik, wenn es um Sojaanbau geht, natürlich hier auch in der Region ganz direkt. Und diese Einkaufsgemeinschaft, die wir jetzt seit fast 3 Jahren schon haben, ist eben auch ein Beispiel dafür, dass der einzelne Landwirt auch durchaus etwas tun kann, um sich in diesem, ich nenne es mal Kampf, zu positionieren und da eine Stellung zu beziehen. Wer Interesse haben sollte, kann sich gerne an mich wenden. Wir bestellen gemeinsam gentechnikfreies Kraftfutter, machen eine Ausschreibung und entgegen allen anderslautenden Gerüchten ist das gar nicht mal so viel teurer als das Normale. Manchmal sogar durch unseren Mengenrabatt gar nicht teurer. Also es ist auch wirtschaftlich ganz interessant, ganz abgesehen von allen anderen gesundheitlichen, ethischen, moralischen, globalen Aspekten, dieses gentechnikfreie Kraftfutter zu beziehen. Gut, aber so viel zum Thema Eigenwerbung nur ganz kurz.
Anuma, ich übergebe dann an dich. Oder habe ich was vergessen, dann korrigieren? Dann später was. Genau. Stell mich mal hier hin. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier heute Abend in Westerstede. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich freue mich auch, dass ihr das hier organisiert habt, an die Veranstalter vor Ort. Ein großes Dankeschön. Und natürlich freue ich mich, dass die Rundreise zustande gekommen ist, dass du, Andreoli, wir kennen uns jetzt seit gestern, näher. Aber gestern haben wir schon begonnen mit der Rundreise, da waren wir in Lübeck. Das heißt, hier ist heute der zweite Vortrag und wir sind zusammen 2,5 Wochen unterwegs und bereisen Deutschland und dann gibt es auch einen Abschnitt nach Österreich. Ich freue mich sehr, dass du es möglich gemacht hast, hierher zu kommen. Ehrlich gesagt musste er zu Hause Urlaub nehmen und verbringt seinen Urlaub hier in schönen Deutschland und Österreich. Vielen Dank. Ich möchte kurz was zum Stand der Gentechnik in Deutschland und Europa sagen. Es ist ja ein bisschen ruhiger geworden. Es war gar nicht mehr so sehr in den Schlagzeilen das Thema Gentechnik, zumindest nicht so doll, wie es schon mal war. Aber das war vielleicht nur vordergründig. Gerade verhandelt ja unsere vielleicht neue Koalition über den Koalitionsvertrag und da ist doch tatsächlich Gentechnik zur Chefsache geworden. Und es ist die Frage, ob Anbau, Freisetzung und Zulassung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vielleicht verboten werden soll in Deutschland. Ich habe jetzt noch nichts Neues gehört. Wenn jemand den aktuellen Stand weiß, dann kann er sich ja gerne nachher melden. Wahrscheinlich wird es auch wegen anderen Themen eine lange Nachtsitzung. Anfang November hat die EU-Kommission einen neuen Gentechnikpreis zur Zulassung für den Anbau in Europa empfohlen. Und jetzt ist der Ministerrat dran zu entscheiden, ob sie für diesen neuen Mais stimmen werden oder ob sie gegen diesen neuen Mais stimmen. Die nächste Sitzung ist im Dezember, wahrscheinlich wird es verschoben auf Januar, aber es kann gut sein, dass im nächsten Jahr hier ein neuer gentechnisch veränderter Mais auf europäischen Äckern wachsen wird. Denn wenn der Ministerrat, so wie meistens, keine qualifizierte Mehrheit hat, die sich also nicht zu ca. 75% für oder gegen diesen Genmais entscheiden, dann entscheidet die EU-Kommission und der Gesundheitsminister, der Gesundheitskommissar Tonio Borg, hat schon gesagt, wenn es nicht zu einer eindeutigen Aussage kommt, dann wird er zulassen. Der Gentechnik-Mais, jetzt löse ich das Rätsel, er heißt 1507 und er kommt von dem Konzern Pioneer. Er ist so manipuliert worden, dass er gegen das hochgiftige Glufosinat resistent ist. Wir haben schon viel wahrscheinlich über Glyphosat gehört. Das hier ist ein anderer Wirkstoff in einem totalen Herbizid, Glufosinat. Und er wird bei Basta oder Liberty eingesetzt vom Konzern Bayer. Glufosinat ist tatsächlich dafür bekannt, dass es Auswirkungen hat auf die frühe embryonale Entwicklung. Und selbst die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde stuft ihn als kritisch ein. Auch das Bundesministerium für Landwirtschaft hier in Deutschland sagt, dass die Zulassung für Glufosinat 2017 ausläuft. Warum also zulassen? Zudem erzeugt 1507 ein Insektizid, das unter anderem gegen den Maiszinster giftig ist. Er ist aber nicht nur geschädigt für den Maiszinster, sondern auch für Schmetterlinge und einige Mottenarten. Trotzdem hat die Lebensmittelsicherheitsbehörde der EU aber gesagt, er sei genauso sicher wie konventioneller Mais. Kritiker wie wir sehen das anders und deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, bei der Abstimmung im Ministerrat mit einem klaren Nein zu votieren. Wenn Sie das auch so sehen, dann können Sie die deutschen Minister auffordern, aktiv zu werden. Da hinten gibt es eine Liste, Nein zu 1507. Nach wie vor wollen eine Mehrheit der Bevölkerung, 70-80% in Deutschland, aber auch in Europa, keine Gentechnik in den Essen. Das ist auch der Grund, warum Europa quasi gentechnikfrei ist. Auf 132.000 Hektar wurden 2012 Gentechnikpflanzen in Europa angebaut. Das hört sich erstmal viel an. Wenn man das auf die europäische Ackerfläche bezieht, dann sind das 0,12% der europäischen Ackerfläche. Also
sehr, sehr, sehr viel weniger als das, was in Brasilien passiert. 90% von dem Gentechnikanbau findet auch in Spanien statt, weitere 8% in Portugal und im Rest Europas gerade mal 2%. Angebaut werden bislang zwei Pflanzen. Die eine ist wahrscheinlich bekannt, MON 810 heißt sie. Das ist ein gentechnisch veränderter Mais, der gegen den Maiszünsler resistent ist, weil er ein Insektengift produziert und er kommt von der Firma Monsanto. Mittlerweile, also MON 810 ist die erste Pflanze, die in Europa angebaut werden durfte. 1998 hat Monsanto losgelegt, dann dauert es ein paar Jahre, bis es in mehreren Staaten angebaut wurde. Aber mittlerweile haben 8 Staaten ein Anbauverbot für MON 810 verhängt. Österreich, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Deutschland, Luxemburg, Polen und neuerdings auch Italien. Und Bulgarien, die haben es anders gelöst. Die haben gesagt, wir machen große Abstände zu den Bauern, die Gentechnik-Mais oder zu den Weinbauern, so muss man es ja sagen, 7 Kilometer zu ökologisch wirtschaftenden Bauern und 10 Kilometer zu Imkerständen, 30 Kilometer zu Naturschutzgebieten. Damit ist der Anbau quasi umgehen. 2010, also 12 Jahre später, wurde eine zweite gentechnisch veränderte Pflanze in Europa zum Anbau zugelassen. Die wird Ihnen wahrscheinlich auch bekannt sein. Eine gentechnisch veränderte Stärkekartoffel mit dem Namen Amflora. Und die kommt von der DSF. Sie hat eine veränderte Stärkezusammensetzung und ist interessant für die Stärkeindustrie. Aber die Lebensmittelstärkeindustrie, die eben verwandelt sind, die haben gleich große Bedenken angemeldet und gesagt, wir können das im Produktionsprozess nicht trennen und deshalb lehnen sie den Anbau ab. Zudem hat Amflora geringere Erträge als konventionelle Stärkekartoffeln und die Pflanzenqualität war schlecht. Und vor allem gibt es konventionelle Alternativen, die die gleichen Inhalte haben wie die Amflora. Das hat die BASF 2012 auch einsehen müssen und sie hat ihre Amflora vom Markt genommen. Eine große Debatte, das haben wir eben schon gehört, ist für uns auch immer, ob die gentechnikfreie Fütterung noch möglich ist oder nicht. Ja, es ist möglich. Ihr seid ein lebendes Beispiel oder ein gutes Beispiel dafür. Und wer sich informieren will, wo es Futtermittellieferanten gibt, vielleicht eine Parallel-Einkaufsgemeinschaft machen will, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, dann wird vielleicht gentechnikfreie Futtermittel noch viel wichtiger, doch viel günstiger. Es gibt mittlerweile über 100 Lieferanten in Deutschland, die gentechnikfreie Futtermittel anbieten. Also ihr seid zum Glück keine Ausnahme. Und wer behauptet, dass es nicht geht, der sollte sich die Liste angucken. Und es ist auch so, dass die europäischen Lebensmittelhändler sagen, die gentechnikfreie Fütterung ist uns wichtig, weil wir zumindest eine Linie aufbauen wollen mit Produkten, die dann als ohne Gentechnik gekennzeichnet werden. Und viele europäische Lebensmittelhändler haben sich im Frühjahr zusammengeschlossen und eine Brüsseler Erklärung unterzeichnet. Dabei sind Edeka, Rewe, Kaufland, Kaisers Tengelmann, Netto, Lidl und sie fordern die Verantwortlichen auf, dass die Belieferung mit gentechnikfreiem Soja auch in Zukunft gesichert werden soll. Wie die Situation dort ist, dazu kommen wir gleich. Einen Punkt möchte ich noch bringen. Denn derzeit finden hier in Europa und auch in Deutschland, aber vor allem auch in den USA, Gespräche über ein sogenanntes Freihandelsabkommen statt zwischen der USA und Europa. Jetzt fragt man sich, was verhandeln die da genau? Und der US-Agrarbotschafter hat mal auf einer Sitzung gesagt, die EU-Überregulierung bei Gentechnikprodukten drangsalieren Anbieter und Verbraucher. Und ich glaube, damit ist klar, dass vor allem Gentechnik, aber auch viele weitere Themen ein großes Thema beim Freihandelsabkommen sind. Warum? Die Standards sind durchaus sehr unterschiedlich. In den USA gibt es keine Kennzeichnung. Hier gibt es zumindest für die pflanzlichen Produkte eine Kennzeichnung. Das ist den USA ein Dorn im Auge, weil sie meinen, dass sie darüber weniger ihre Produkte hier absetzen können. Und außerdem, wir haben es gehört, in Europa dürfen bislang erst 2 Gentechnikpflanzen wachsen. Dauert das mit der Zulassung verhältnismäßig lang im Vergleich zu den USA. Und sie würden gerne diesen Zulassungsprozess durchaus gerne beschleunigen. Außerdem gibt es hier eine Nulltoleranz für nicht zugelassene Gentechnikpflanzen, die vielleicht aber schon in den USA oder woanders angebaut werden. Und auch das findet die USA nicht so schön. Es gibt also viele Punkte, die in den Freihandelsabkommen besprochen werden.
Leider wissen wir nicht so genau, was da drin steht, weil diese Verhandlungen geheim sind. Die Dokumente kennen nur wenige Menschen. Auch die Parlamentarier in Europa kennen diese Dokumente nicht. Und ich finde, es ist das Mindeste in einer Demokratie, in der wir leben, dass auch alle Einblick haben in diese Dokumente und vielleicht auch das eine oder andere, sag ich mal, einfach so dreist mitbestimmen können. Und solange das nicht so ist, fordern wir einen Stopp des Freihandelsabkommens. Soweit die Blickenpflichter auf verschiedene Sachen, die derzeit um die Gentechnik durchaus auch hier in Europa passieren. Und jetzt lenken wir den Blick nach Brasilien. Der direkte Link ist, das wurde auch schon genannt, Brasilien ist der wichtigste Lieferant für uns, für gentechnikfreie Futtermittel. Auf der anderen Seite werden dort aber auch in großem Stil gentechnisch veränderte Sojabohnen angebaut. Wie kann das passieren? Wie kann das überhaupt getrennt werden? Wie ist die aktuelle Debatte um die Gentechnik dort in Brasilien? Gibt es Alternativen? Was versteckt sich hinter dem Begriff Agrarökologie? Und wohin geht der Weg in Brasilien? Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und dass du uns jetzt einen Einblick aus erster Hand geben wirst, wie die Lage in Brasilien ist und was dort alles passiert. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf deine Frage. Besten Dank für die Gelegenheit, hier zu sein und auch an alle, die daran gearbeitet haben. Annemarie Volling hatte ich ja schon in Deutschland kennengelernt, im Rahmen der gentechnikfreien Regionen, was ganz Besonderes für uns, nicht nur für uns, weltweit, dass man sagen kann, dass Bauern und Verbraucher sich zusammenschließen und mit den Nichtregierungsorganisationen und anderen Institutionen es schaffen, einen Raum frei von Agro-Gentechnik zu machen. Also dazu vom BUND, Susanne, vom Evangelischen Entwicklungsdienst Brot für die Welt, der Evangelischen Entwicklungsdienst, so heißt es jetzt. Ne? Ich hatte ein Stipendium vom Evangelischen Entwicklungsdienst, als ich in Deutschland promovierte, in Osnabrück, in Niedersachsen. Und auch besten Dank an alle, die bei der Organisation BDM dabei sind, also der Verband der Milchproduzenten, mit denen ich auch schon länger was zu tun hatte. Und das Schöne ist, dass jetzt so viele zusammengekommen sind, bei denen ich mich gerne bedanken würde. Also alle, die dazu beigetragen haben, dass wir diese 12 Vorträge in einer Vortragsreise starten konnten. Und zu dem Thema, das eigentlich immer noch in den Schlagzeilen steht. Ich habe heute nochmal einen Bericht bekommen über Brasilien aus Deutschland, was das heißen würde, dass in Brasilien ein paar Schädlingen resistent seien gegen einen bestimmten BT-Mais. Das ist ja gerade der Bericht gewesen, dass man es hier versucht, mit einer anderen Sorte einzuführen, also jetzt von Mayonil, früher war es von Monsanto, Monat 110, jetzt haben wir jetzt 7. Ne? Ja. Wir haben in Brasilien 18 Maissorten zugelassen. Wir haben 11 Sorten Baumwolle, 5 Sorten Soja, eine Sorte Schwarzbohnen, 2 Impfstoffe, eine ich vorher noch versucht zu übersetzen. Hefe für Weinproduktion. Lebedura heißt das in Portugiesisch. Und einen Moskito, der steril ist, angeblich zur Bekämpfung des Dengue-Fiebers. Das ist die ganze Palette. Das sind fast 40 Zulassungen, die wir in diesen 10 Jahren erlebt haben. Vor kurzem hatten wir jetzt im Oktober ein Treffen, 10 Jahre Gentechnik in Brasilien, und da haben wir so ein bisschen Mühe, eine Zusammenfassung gemacht. Was heißt das für das Land? Ich weiß, dass es auch Berichte über die USA gibt, da ist es ja schon länger, 20 bis 30 Jahre Gentechnik, da kann man sich auch viele Vergleiche in die Lupe nehmen, ob das ähnlich ist.
auch was Schädlingsbekämpfung betrifft, was neue Unkräuter betrifft, die da erschienen sind oder zu bezeichnen sind. Wichtig ist zunächst mal wieder zu dem Ganzen in dem Kontext der bäuerlichen Landwirtschaft zu kommen. Für wen eigentlich die Gentechnik gedacht wurde oder für wen sie eigentlich entwickelt wurde. Ich hatte mir immer in der Forschung eine Frage gestellt, was heißt das für Kleinbauern, wenn die Gentechnik eingeführt wird, oder was heißt das für die bäuerliche Landwirtschaft? Eigentlich war sie ja gar nicht für die bäuerliche Landwirtschaft gedacht, die Angaben der meisten Konzerne, das sind ja 6, die sich damit beschäftigen, so Pioneer, DuPont zusammen, Dow AgroScience aus den USA, Monsanto auch aus den USA, BASF, Bayer aus Deutschland und Syngenta aus der Schweiz. Nach Angaben dieser 6 großen Agrarkonzerne, die nach wie vor die Vorreiter oder auch die dominanten Konzerne im Bereich sind, sind ja auch gleichzeitig Chemiekonzerne und Pharmakonzerne, haben die das immer öffentlich gesagt, dass diese Technik eigentlich nur für die Großbauern gedacht ist. Also in großen Flächen die Industrialisierung der Landwirtschaft voranzutreiben, besonders auf monokulturbasierten Pflanzen, also Mais, Raps, Baumwolle, Soja, das sind ja die Pflanzen, die am meisten da in dem Bereich eine Rolle spielen. Nicht umsonst sind es auch die Pflanzen, die am meisten verkauft werden, also die ganze Getreideexporte. Und für Brasilien ganz wichtig, Soja ist die am meisten exportierte Pflanze. Wir sind der zweitgrößte Sojaproduzent der Welt. Wir haben derzeit 2013 24 Millionen Hektar Soja. Das ist eigentlich Rekord bei uns. Wir hatten noch nie so viel. Wenn man sich das ganze Land nochmal vorstellt, ist das vielleicht auch wichtig zu vergleichen. Also Brasilien hat ja 850 Millionen Hektar. Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland passt da 25 Mal rein. Von da gesehen ist 24 Millionen Hektar nicht so viel. Das hat sich dann so zum ersten Blick nachdenkt, oder? Wichtig ist aber zu sehen, dass wir ja nur 67 Millionen Hektar im landwirtschaftlichen Betrieb haben. Also es sind 560 Millionen Hektar Wald von den 850 Millionen, und dann können wir nochmal die brachliegenden Flächen dazu zählen. Und der ganze Großgrundbesitz ist auch mal ganz wichtig, denn wir haben ja Betriebe, die über 2500 Hektar groß sind. Die machen 3,35% der Betriebe aus, die besitzen 61% der Fläche. Und andersrum, was wir als bäuerliche Landwirtschaft betrachten, wenn wir bis maximal 100 Hektar dazu rechnen, das sind 68% der landwirtschaftlichen Betriebe, und die verfügen über 5,5% der Fläche. Produzieren andersrum aber 87% der Lebensmittel im Land. Wenn man das Bild sich nochmal nimmt, dann wird vieles nochmal deutlicher. Und wenn von den 67 Millionen 24 Millionen Hektar Soja produziert werden, kann man auch sagen, dass 90% davon in den Händen Monsantos liegt. Das ist riesig. Eine andere Zahl, die vielleicht auch im Vergleich, vorher hat die Annemarie das ja gesagt, mit der europäischen Fläche, die mit Gentechnik produziert wird, oder Gentechnik, die Pflanzen angebaut werden, von 67 Millionen Hektar Brasiliens werden derzeit 37 Millionen Hektar angebaut mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Also es bleiben immer noch 30 Millionen Hektar übrig, die nicht mit gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut werden. 90% von diesen 37 Millionen werden mit Soja, Mais und Reis angebaut. Diese drei großen Pflanzen, mit denen man versucht hat,
sie gentechnisch zu verändern, auf den Markt zu bringen. Ich sage das jetzt alles schon mal vorher, weil Brasilien ja der größte gentechnikfreie Sojaproduzent der Welt ist. Also von den 81 Millionen Tonnen Soja, die in Brasilien derzeit produziert werden, und es sollen zum Jahr 2023, also in 10 Jahren, 94 Millionen Tonnen werden, dann wären wir der größte Sojaproduzent der Welt, wenn die USA da nicht weiter Anbauflächen hat. Wir haben sie ja noch und viel mehr als das. Von den 81 Millionen Hektar können wir davon ausgehen, dass wir mindestens 20 Millionen Tonnen gentechnikfrei haben. In dieser riesigen Fläche Brasiliens. Das Widersprüchliche ist jetzt, dass nicht mehr wie vor 10 Jahren, als wir in Locum diskutiert hatten im Rahmen der Evangelischen Akademie Locum, ob es möglich wäre, einen nachhaltigen Sojaimport aus Brasilien zu gestalten. Da war die Frage so ja, so nein, ne? Mit Soja verbunden. Dann hatten wir gedacht, was das heißt, die Kleinbauern in Brasilien zu unterstützen, besonders im Süden, wo sie da sind, dass sie keine Gensoja anbauen. Das war die Frage vor 10 Jahren. Heute ist es nicht mehr so, dass die Kleinbauern sich freigehalten hätten von der Gensoja, sondern die Großbauern bauen gentechnikfrei in Mato Grosso an. Das ist der größte Sojaproduzent Brasiliens. Da wird die Hälfte der brasilianischen Sojaproduktion hergestellt, in großen Flächen. Nur im Bundesstaat Mato Grosso gibt es 23% gentechnikfreie Soja. Also alles zusammengezählt, könnten wir jetzt davon ausgehen, das ist jetzt die Zahl, die wichtig ist nach dem ganzen Kontext, 16 Millionen Tonnen Soja, die gentechnikfrei sind. Das wird jetzt auch in Augsburg dargestellt, gerade jetzt. Dort gibt es ja das europäische Treffen, Eiweißtreffen, also die Diskussion über Eiweiß im Rahmen des sogenannten Donau-Soja-Kongresses. Findet am 25. und 26. November, also gestern und heute statt. Und dort berichtet Ricardo Tatesusi de Souza, den ich nochmal schnell am letzten Mittwoch angerufen habe, um diese ganze Zahl jetzt. Was wichtig ist, denn er berichtet dort ja auch im Namen von Abrange. Abrange ist der brasilianische Verein, der nicht gentechnisch verändert. Die Produzenten sind gentechnisch verändert. Verein der Produzenten gentechnikfreier Soja. Gentechnikfreier Getreide oder Pflanzen, nicht nur Soja, aber meistens Soja. Also das ist jetzt schon mal der Kontext, was Soja betrifft. Ich sage das jetzt im Vorhinein hinein, weil gestern die Frage am Ende war, was würde es bringen vielleicht, wenn wir die brasilianischen Kleinbauern unterstützen würden, damit sie keine Gensoja produzieren. Also das Schlimme daran ist, dass die meisten Kleinbauern Gensoja anbauen. Obwohl es für sie gar nicht gedacht war. Und da auch die meisten Probleme jetzt vorweisen, die schon die Großbauern erkannt haben, und sich sogar aus dem Geschäft gehalten haben und abgewartet haben, um zu sehen, wie groß das Risiko sein könnte. Also die Kleinbauern haben das Risiko getragen. Und jetzt nach 10 Jahren haben wir die Ergebnisse. Und diese Ergebnisse sind ganz deutlich. Die Gensoja ist gescheitert. Jetzt ist es aber schwierig, aus dieser Falle herauszukommen, weil es keine Sojasorten mehr gibt im Süden, die gentechnikfrei sind. Wir hatten ja diese ganze Geschichte mit Schmuggel aus Argentinien im Süden, das ist die Grenze zu Argentinien. Das Ganze begann ja in Argentinien 1994 unter der Regierung von Carlos Menem. 1996 waren die erste Sojabohnen auf dem Markt in den USA. 1998 kamen die ersten Schiffe nach Europa und von daher gab es schon den Schmuggel nach Südbrasilien. Sojaschmuggel, so genannt, über die Grenze. Damals hieß die Sojasorte da Maradona, weil sie kleiner war als die anderen Sorten, weil sie aus Argentinien war. Und die Bauern haben dann gleich was dazugelernt, dass sie süchtig sei.
Also man braucht immer mehr Chemikalien, um sie zu produzieren. Und das hat sich jetzt so zugespitzt, dass in Brasilien 5,2 Liter Pestizide pro Einwohner pro Jahr verbraucht werden. Also 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr ist Weltspitze. Ich habe das mal verglichen, das ist mehr als Wein, was da verzehrt wird. Und das heißt 1 Milliarde Liter pro Jahr. Ja, ich muss das nochmal genau machen. Aber okay. Es ist schon eine riesige Zahl. Und was die Produktionskosten angeht, heißt es 60% der Produktionskosten ausschließlich mit Agrargift. Vielleicht finden viele es hier etwas übertrieben, wenn ich sage, dass die südbrasilianischen Bauern im Durchschnitt 5 Liter Roundup pro Hektar einsetzen. Es ist nicht übertrieben, wenn wir nach Argentinien schauen, dann ist es schon 10 bis 14. Dort war es ja schon früher. Ne? Also warum das so ist, da muss man das Ganze nochmal verstehen. Warum es zu einem zunehmenden Einsatz von Glyphosat gekommen ist, denn eigentlich sollte ja das Gegenteil stattfinden. Es war ja immer so die Hoffnung, man würde weniger spritzen müssen. Oder sogar der Wunsch, wir könnten aus der Chemie herauskommen mit den sogenannten insektentoleranten Pflanzen, wie zum Beispiel die BT-Maispflanze. So das Gegenteil haben wir derzeit. Es ist auch nicht nur Glyphosat gemeint, wenn wir 5,2 Liter meinen, sondern die ganze Giftpalette, die ganze Gifte, die zusammen eingesetzt werden, um das Ganze nochmal hinzukriegen. Also zunächst ist es ja wichtig zu sagen, die Soja, die wir in Brasilien zugelassen haben, die fünf Sorten, die bisher zugelassen sind, die sind auf eine herbizidresistente Variante erzeugt worden. Jetzt gibt es eine Kombination insektenresistenten, sowohl insektenresistenten als auch herbizidresistenten Pflanzen auf den Markt zu bringen. Das haben wir bei Mais auch schon. Das ist auch die Variante, die hier jetzt mit Glufosinat und BT auf den Markt kommt. Vielen hatten sich ja gewünscht, da kommt die nächste Generation. Die nächste Generation ist mit Verbraucherinteressen verbunden oder so. Also bessere Nahrungsmittel mit weniger Ölgehalt oder mit mehr Nahrungsstoffen oder wenigstens für den Bauer resistenter gegen salzigen Boden oder gegen Trockenheiten. Das war so der Wunsch der nächsten Generation. Die nächste Generation heißt eigentlich nur die Kombination von vorhandenen Methoden. In einer Pflanze werden dann mehrere Herbizidresistenzen kombiniert. Also man kann eine Pflanze sowohl gegen Roundup resistent machen, als auch gegen Glufosinat und dann nochmal gegen einen Zusatzstoff von Agent Orange. So hat man die ganze Palette, also Leguminosen, Gülsefrüchte werden ja durch diese 2,4-D, ein Zusatzstoff von Agent Orange, vernichtet. Glufosinat ist dann für die andere Sorte von Pflanzen, die Kleinblätter hat, also die Mais, wie sagt man das? Leguminosen und die anderen sind? Ja, wie Gras zum Beispiel. Also alles das. Ja, zwei Kornblätter. Kein. Für die hat man ja Glufosinat entwickelt. Das heißt, in einem Paket würde der Bauer, wenn er diese Saatgut anwendet, schon mindestens 3 Sorten von Gifte anwenden, die vorgesehen sind. Also zuerst mal Roundup, das ist ja für alle Pflanzen. Dann gibt es aber die vielen resistenten Unkräuter, die jetzt nicht mehr durch Glyphosat bekämpft werden. Also hat man Glufosinat für einen Teil der Pflanzen und dann hat man diese 2,4-D für den anderen Teil der Pflanzen. Also da haben wir schon diese ganze Palette und die Sojapflanze soll dann stehen bleiben, also sie wird nicht beschädigt. Das ist ja die Technik, die man da seit 1996 anwendet. Dass man aus einer Bodenbakterie, die resistent ist gegen Glyphosat, es geschafft hat, sie in die Sojapflanze hineinzubauen
das nochmal mit der Hilfe einer anderen Bodenbakterie, also Agrobacterium tumefaciens, das verursacht einen Tumor, damit dieses Genkonstrukt hinein gelangen kann, was für eine Hilfe, Transport sowas. Und dann nochmal zwei Promotoren, damit man diese Gene nochmal aktivieren kann. Das ist im Fall der Sojapflanze, die wir auf dem Markt haben, seit 10 Jahren in Brasilien. Das ist ein Gen von der Petunie, das ist eine Blume. Und ein Gen von dem Mosaikvirus des Blumenkohls. Oder habe ich es jetzt hingekriegt? Das ist ganz auf Deutsch. Das bei der Gensuche. Wie man das jetzt beurteilt von seitens des Bauern, ist zunächst der Vorteil, leichter bei der Unkrautbekämpfung zurechtzukommen. Ich sage jetzt schon mal das leichter, weil das billigere hat sich ja nicht so bewährt. So, man dachte früher, jetzt würde man nur mehr einen Stoff spritzen, also nur Roundup, nur Glyphosat, und so würde es billiger werden. Ansonsten die ganze Kombinationen dazu benutzen, die man früher nicht. Also auch mehr Traktorkosten, also Dieselkosten und das alles dazu, so würde es auch billiger werden. Das können wir heute nicht mehr sagen, sondern wir sagen, dass im Gegenteil, es ist jetzt teurer geworden. Man muss mehr Pestiziden benutzen, weil es zunehmend zu Resistenzen gekommen ist. Und das ist eigentlich Standardwissen für alle Biologen. Wenn man nur einen Stoff benutzt durch eine lange Zeit und dann in einer Monokultur diese Gleichmäßigkeit und diese Anfälligkeit für Schädlingen, für Resistenzen, die ist eigentlich schon bekannt. Dass man aber so lange gedauert hat, das zuzugeben, dass das passieren würde beim Glyphosat, was genau bei allen anderen Stoffen schon passiert war, ist vielleicht das Erstaunliche bei dem Ganzen. Dass Wissenschaftler darauf verstanden haben, dass in diesem Fall es nicht passieren würde. Und das ist ganz schnell gewesen. Also in 5 bis 10 Jahren haben wir das Phänomen. Zunehmende Unkräuter, die nicht mehr durch Glyphosat abgetötet werden. Und so müssen wir jetzt stärkere Stoffe benutzen und dann sogar Sorten entwickeln, die gegen diese Stoffe auch resistent sind. Das ist jetzt der Fall bei der Soja. Die Frage der Konsumenten ist natürlich, was heißt das, wenn jetzt die Rückstände von allen diesen Giften zu uns kommen? Weil wir wissen das ja auch, dass die Rückstände von Glyphosat weitergehen. Wir wissen das auch bei anderen Giften. Und dass dann die Frage der Konsumenten sehr wichtig ist, was heißt das, wenn man diese Soja an Kühen findet, zum Beispiel. Oder wenn man das an Schweinen und Hühner findet. Die Frage der Wissenschaftler ist das oft nicht so. Die fragen sich eher, was passiert mit den Unkräutern. Beantworten nicht die Frage, was passiert mit Tieren, die da in der Soja gefüttert werden. Beim Gen Mais ist die Geschichte ja etwas anders. Da war die Hoffnung ja, Giftpflanze auf den Markt zu bringen, die in der Lage sind, ein Gift in der Pflanze zu entwickeln, also ein Toxin. Ich gestern sagen müssen, als ich in Lübeck war, es gab eine Abgeordnete in Deutschland, Frau Happa-Kasan, die behauptete, ja, ein Toxin sei kein Gift. Das ist eine tolle Theorie. Und dass ein BT-Mais, diese Mais, die ein Teilchen, ein Genkonstrukt des Bacillus thuringiensis enthält, in jeder Zelle, von der Wurzel bis zum Stamm, alles, Kolbe, alles heraus, dass der Vorteil der sei, dass diese Pflanze, die jetzt diesen Giftstoff erhält, der ja kein Gift sei, sondern ein Toxin, dass diese Toxinpflanze, sage ich mal so dann, gesünder sei als eine andere. Wie hat sie das begründet? Dass der Maiszünsler an der Pflanze bohrt, und ein Loch da bohrt und um das Loch herum sich Pilzen bilden. Ja? Und diese Pilzen würden dann Toxine verursachen. Mikotoxine hat man sie. Und das sei das Schlimme daran.
Und dann ist ja immer die Frage, ist jetzt Toxin doch entdeckt? Oder wie heißt das? Also man weiß es, dass Bacillus thuringiensis in einem großen Maß, so wie es jetzt stattfindet, es weiß auch kein Wissenschaftler genau, wie viel Toxin eigentlich in einer Maispflanze produziert wird. Das wissen wir immer noch nicht. Es ist unabhängig von der Sorte, zum Beispiel BT176 wurde mal 2002 in Deutschland versucht, als es verboten war. In Spanien später auch hat man festgestellt, dass viele Sorten, die auf dem Markt waren, viel zu viel Toxin produziert haben. Das könnte für den Bauer vielleicht eine tolle Werbung sein, sozusagen, ist viel stärker oder wirkt viel besser. Aber das Problem ist ja, wenn es die ganze Zeit wirkt, dann führt das schneller zu einer Resistenz. Und das ist die entscheidende Frage bei der BT-Maispflanze. Ich habe mich länger in Deutschland gestritten mit Wissenschaftlern, die auch wiederum behaupteten, dass es nie dazu kommen würde, dass jetzt Schädlinge resistent geworden wären oder resistent kommen werden könnten gegen dieses Toxin. Dieses Toxin zerstört eigentlich den Darm von Raupen. Das sind Lepidoptera, also Maiszünsler in Deutschland, in Brasilien heißt es, jetzt muss ich es nochmal hier gut erwähnen, Baumwollkapsel, Eule und Baumwollkapselbohrer, so heißt er bei uns. Das sind Raupen, Lepidoptera, also Raupen, die man durch BT-Toxinen zerstört. Man weiß es auch in der wissenschaftlichen Literatur, dass diese Toxin in einem großen Maße, und deswegen komme ich zurück auf die ersten Pflanzen, etwas mit der Schwächung des Immunsystems zu tun haben kann. Also wenn man es in einem großen Maße verwendet, gibt es diese Gefahr. Also wir haben jetzt diese Pflanze auf dem Markt, die wird auch gefüttert. In Brasilien kommt er auch auf den Tisch, da steht es drauf, dass es gentechnisch verändert ist. Also in fast allen Produkten jetzt drin. Die Brasilianer essen es, in allem Hundefutter ist es drin. Ist auch eine tolle Praxiserfahrung. Die meisten Hunde und Katzen, die durch diese Produkte gefüttert werden, entwickeln Tumors. Besonders die Rassen, die, wie sagt man, diese Pedigree, ja, diese die reinen Rassen sozusagen, also wir haben in Brasilien viele Hunde, weiß nicht welche Rasse, die werden ganze Mischungen, ne? Also diese reineren Rassen haben dann mehr Probleme, also das hat man dann auch festgestellt und in der Zeit gibt es ja auch diese ganze Polemik mit der Studie von einem Franzosen, so Gilles-Éric Sélagny, der hat ja Ratten gefüttert mit diesem BT-Mais, mit einem von dem, muss man auch sagen, von Monsanto NK603 und hat dann Tumoren festgestellt bei Ratten, die 2 Jahre lang gefüttert wurden. Und auch, dass die meisten Effekte nach 4 Monaten zu sehen sind. Besonders bei weiblichen Ratten gibt es dann auch einen Unterschied. Also da haben wir schon mal das erste Problem mit diesem Toxin, dass sie angeblich nicht giftig sei, aber doch zu Problemen führen kann. Besonders bei Ratten, was wir bisher wissen, und bei den brasilianischen Hunden und Katzen. Das wissen wir dann auch schon so. Wie das dann mit Schweinen aussieht und Hühner und Rühen, gibt es dann auch noch einen Streit. Ich weiß, dass in Österreich ja ganz viele Studien durchgeführt wurden an Kühen. Da gab es die Studie an der TU München. Die hat dann herausgefunden, dass das kein Problem sei, also dass der gentechnisch veränderte Mais substanziell äquivalent sei als der andere, also nicht schlimmer, aber nicht besser, dass das gleiche sei. Und die Auseinandersetzung geht ja noch weiter. Also wir haben viel zu wenig Studien, um zu sagen, was passiert eigentlich, wenn eine Kuh, wenn ein Schwein, wenn ein Huhn oder wenn ein Mensch oder wenn ein Hund diesen Mais frisst. Wir haben das immer noch in der Debatte, obwohl die Studie von Sélagny ja die erste Langzeitstudie ist und darauf hingewiesen hat, es könnte zu Tumors führen. Und nach früheren Erkenntnissen von BT-Produkten, die auch im ökologischen Anbau ja zugelassen sind,
hatten wir das mit dem Übermaß an Toxin. Was jetzt das Neue in der Entwicklung ist, ist, dass wir jetzt zum ersten Mal ganz stark mit einer BT-Toxin-resistenten Raupe zu tun haben. Und katastrophal derzeit, nur in einem Bundesstaat Brasiliens haben wir jetzt schon 2 Milliarden Reais an Verluste bei Mais und Soja gehabt. Das ist eine Raupe, die heißt eigentlich Helicoverpa nigera, die sogenannte Baumwollkapseleule. Ich hätte sie mitbringen wollen. Manche sagen die auch Sohle. Ich hatte mal bei einer letzten Vortragsreise einen Insekt mitgebracht, in einem Wassergläser Alkohol verbraucht, ein Gläschen dann herumgegeben, damit alle es sehen können. Aber diesmal haben mich viele gewarnt, ich sollte sowas nicht tun, weil das ja eigentlich Biopiraterie sei. Das könnte ja sein, dass ich dafür verantwortlich gemacht wäre, sein könnte, da, warum dieses schlimme Insekten jetzt in Brasilien das alles da anrichtet. Das sollte ja aus Indien nach Brasilien geschleppt worden sein. Das ist die Theorie der Verschwörungstheoretiker. Naja, aber plötzlich sind dann die gentechnisch Befürworter dieser Verschwörungstheoretiker, die diese Begründung benutzen, um zu sagen, warum wir überhaupt diese Raupe haben, wenn es sie schon länger gegeben hat. Aber auf diese Weise hatten wir noch nie eine Raupe gesehen, die fast alles frisst und es kein Gift im Lande gibt, um sie zu bekämpfen. Und BT-Mais ist da kein Mittel. Es gibt nur eine Chance, derzeit nach Wissensstand von heute sozusagen. Das Stoff heißt Imamethinbenzoat. Und das ist von Syngenta produziert. Vielleicht haben jetzt auch viele Verschwörungstheorien hier, weil nicht 203 war die erste BT-Pflanze, die es auf dem Markt gab, von Syngenta entwickelt worden. Und die haben sich später aus dem Markt des Mais-Saatgutes herausgezogen, um mich in Hüfte. Dieses Benzoat, Imamethin-Benzoat, ist in Brasilien strengstens verboten. Es gibt es aber in manchen Ländern, das ist in Deutschland bestimmt auch verboten, ich weiß es nicht ganz genau, welche Marke es früher mal sowas gegeben hat. Es führt zu sehr starken neurologischen Störungen bei Menschen. Von daher ist es verboten, obwohl in dieser Notsituation die brasilianische Regierung den Import ausnahmsweise zugelassen hat. Aber keine Verantwortung für den Einsatz. Also es bleibt wieder beim Bauer. Wer es benutzt, ist dann verantwortlich für die Folgen eines Insektenbekämpfungsmittels aus dem Ausland, das dann eingeführt wird, um den Bauern zu helfen, damit sie zurechtkommen bei diesem schlimmen Schädlingsbefall. Schwierig bei den Wissenschaftlern ist es zu verstehen, warum es zu einer Insektenresistenz gekommen ist. Also die einfache Frage, warum jetzt ein Insekt resistent ist gegen BT-Mais, wenn diese BT-Mais die ganze Zeit da steht, auch wenn es kein Schädling gibt. Das ist ja diese Einschätzung, man sollte präventiv vorgehen. Fast so wie ich müsste jetzt ja jeden Tag eine Antibiotika nehmen, weil ich könnte ja am Freitag krank werden. Und wenn ich dann am Freitag krank werde, dann bin ich ja schon mal geschützt. Das war ja auch die Theorie, diesen Mais in Deutschland einzuführen, auch in Regionen, wo es kein Mais sonst da gegeben hat. Man muss sich ja schon mal vorbereiten. Dieses Vorbereiten und diese große Menge an Toxin, die ganze Zeit vorhanden ist, ohne dass es zu einem Schädlingsbefall gekommen ist, hat auch zu Ausrottung bestimmter Insekten geführt.
Wir haben in Brasilien ein Insekt, und das ist, den ich vorher genannt habe, das ist, nein, den habe ich ja nicht genannt, das ist der Heerwurm. Heerwurm, Spodoptera frugiperda, bekannt vor als Fressfeind, oder noch schöner gesagt, als Nützling. Er bekämpft diese Baumwolle-Kapsel, Eulen. Aber ganz wichtig, Hepatotoxine zerstören den Heerwurm, und er wurde fast ausgerottet durch den schönen Einsatz der BT-Maispflanze. Also das ist jetzt die aktuellste Entwicklung. Und ganz schlimm für die Bauern, weil sie jetzt Insektiziden benutzen müssen für eine BT-Pflanze, die eigentlich dazu entwickelt wurde, ohne Pestizide Raupen zu bekämpfen. Ja, es ist eine ganz tolle Auseinandersetzung, weil wir das ja schon lange in der Geschichte der Landwirtschaft beobachten, und eigentlich müssten die Wissenschaftler daraus ja was gelernt haben. Ich gehe aber immer noch davon aus, dass die meisten Wissenschaftler das nicht gelernt haben oder nicht gelernt haben wollen oder nicht wissen genau, was sie da tun. Meine Hypothese ist die, wir könnten ja auch anders denken, dass sie genau wissen, was sie tun, und dass sie am Ende genau was davon haben, und dass die Konzerne genau von dieser Logik profitieren, und dann wären wir wieder bei einer Verschwörung. Aber ich bin ja nicht einer, der diese Theorie verbreitet, sondern ich glaube eher an die Reaktionen der Natur. Also das ist eine ganz andere spannende Frage, ob es tatsächlich gehen würde, die Landwirtschaft durch und durch zu industrialisieren. Das ist ja der Versuch, den man mit der Gentechnik nochmal macht, um das voranzuschreiten, was wir schon seit 50 Jahren in Brasilien mit der sogenannten Modernisierung der Landwirtschaft kennen. Das heißt, in Hunderttausenden von Hektar nur eine Pflanze anzubauen und daran zu glauben, dass da es möglich sei, in Monokulturen nach Jahrzehnten zurechtzukommen, ohne dass es zu Schädlingsbefällen kommt und dass sich neue Krankheiten entwickeln. Das ist auch nochmal wichtig, und diese Frage bleibt offen. Warum gentechnisch veränderte Pflanzen eher kränker sind, also nicht diese Widerstandskraft haben wie andere Pflanzen, die durch die normale Pflanzenzüchtung hergestellt wird. Woran liegt es dann, dass gentechnisch veränderte Pflanzen eher krank werden? Das ist die erste Frage, weil dann ja auch die zweite damit zusammenhängt, dass die Insekten ja eher die kranken Pflanzen vorziehen und die zunächst angreifen. Das kennen wir ja auch aus der Geschichte des Pflanzenbaus und der ganzen Geschichte mit Insektenbekämpfung. Also wir sollten ja eigentlich Sorten entwickeln, die resistenter sind. Also das Wort resistent wird ja auch irgendwie missbraucht. Also diese Pflanzen sind ja nicht resistenter. Die sind nur in der Lage, wie die Brasilianer so schön sagen, eine Dusche von Roundup zu ertragen. Das ist die Resistenz. Ne? Also man kann da Roundup drauf kippen und die werden ja nicht beschädigt dadurch. Das ist so die erste Analyse der Resistenz. Oder man würde sagen, es sind Pflanzen, die einen Giftstoff enthalten, sodass man daran glaubt, sie seien insektenresistent, was sie eigentlich nicht sind. Sie sind ja nur in der Lage, ein Gift selbst zu produzieren, in jeder Zelle. Das ist ja keine resistentere Pflanze eigentlich. Das sieht man ja jetzt bei diesen ganzen Angriffen von Insekten. Das ist jetzt eine Zusammenfassung der neuesten Entwicklung in Brasilien. Was das jetzt für die Kleinbauern bedeutet, ist nochmal wichtig. Also wenn die Produktionskosten sich so erhöhen, dass 60% der Betriebskosten mit Agrarkosten verbunden ist, dann hält es kein Kleinbauer aus, außer er wird die Fläche vergrößern. Und dann wird er ja einen Großbauer. Weil wir wissen, dass Land ja nicht einfach zu produzieren ist, dann kann ein Großbauer ja nur Großbauer werden, wenn viele Kleinbauern aufhören, Kleinbauer zu sein. Also es kommt zur Landkonzentration und es kommt zur Landflucht.
Das ist die Konsequenz, die kennen wir ja auch schon längst. Das zweite ist, es wurde ja von vielen erwünscht, dass diese Pflanzen ertragreich seien als die anderen. Das Schlimme daran ist zunächst, dass ja die Menschen weltweit und die Medien das auch immer wieder berichtet haben, daran geglaubt haben, dass eine insektenresistente Pflanze, diese Giftpflanze oder Toxinpflanze, und diese gegen Roundup vorbereitete Pflanze, dass sie in der Lage wäre, mehr pro Hektar zu produzieren. Also diese Idee hängt mit einem falschen Konstrukt zusammen. Zunächst würde das ja nur zutreffen bei den Bauern, die tatsächlich mit einem Schädlingsbefall zu tun haben. Bei den Bauern, bei denen es noch keinen Maiszünsler gab zum Beispiel, würde sich diese Rechnung gar nicht stellen. Also BT-Pflanzen oder gentechnikfreie Mais würde auf der Frage des Ertrags ja gleich bleiben, vorausgesetzt, dass es kein Schädling gibt. Okay? Von daher gesehen gibt es keinen Unterschied. Dasselbe auch bei Bauern, die kein großes Problem bei Unkraut haben. Also Bauern, die, sagt man in Brasilien, eine saubere Landwirtschaft haben. Also da sagen auch viele, ja, gerade dadurch werden ja durch die Gentechnik die faulen Bauern belohnt. Also die ja nicht gehackt haben, ja, volle Unkräuter haben, die haben jetzt die Chance, da in dieser Situation einen Ertrag zu sichern, wenn es zu viel Unkraut gekommen ist. Aber in der gleichen Situation gemessen, und das können wir ganz einfach in der Praxis sehen, in Erfahrung und auch in der Wissenschaft, wenn man alles raushackt bei der Gensoja und alles raushackt bei der herkömmlichen Soja, dann sehen wir im Vergleich keine Ertragssteigerung. Es kommt nicht zu einer Ertragssteigerung. Die Hoffnung ist, aufgrund der Schädlingsbekämpfung und aufgrund der Herbizidresistenz und der Unkrautbekämpfung. Das ist aber ein indirekter Effekt, der jetzt gar nicht mehr zu sehen ist. Also noch nicht mal für das hat es was gebracht. Für die Kleinbauern, die dann darauf gehofft hatten, höhere Erträge zu haben, um wenigstens die höheren Kosten zu kompensieren. Denn man muss ja auch noch das Saatgut dazu zählen. Und in den letzten 10 Jahren hatten wir eine Steigerung der Kosten beim Saatgut von 246%. Also das Saatgut ist 246% teurer geworden in den letzten 10 Jahren. Um dagegen zu halten, müsste man ja ertragreichere Pflanzen haben. Das ist ja alles noch die Hoffnung, die ja nie gekommen ist. Gentechnisch veränderte Pflanzen seien ertragreich. Man kann heute von der Wissenschaft her sagen, weltweit gibt es keine Pflanze, die gemessen in auf selben Bedingungen, komparativ verglichen, gibt es keine gentechnisch veränderte Pflanze, die in der Lage ist, mehr pro Hektar zu produzieren als eine Rücken. Das ist schon mal Standardwissen. Obwohl es immer noch Berichte gibt, die versuchen, das Ganze nochmal anders zu rechnen, also im Fall eines Schädlingsbefalls und so. Aber die andere Frage, die jetzt aufkommt, ist ein Diskussionspunkt, den man auch nochmal für Kleinbauern deutlich macht. Was heißt es dann, wenn die gentechnisch veränderte Soja und diese gentechnisch veränderte Mais weniger pro Hektar produzieren als beim Herkömmlichen? Das heißt, dass der Druck zur Erweiterung der Anbaufläche nochmals steigt. Also gleichzeitig weniger Ertrag, und das haben wir auch im Vergleich, 5 bis 10% unter selben Bedingungen gemessen, weniger Ertrag bei gentechnisch veränderten Pflanzen. Und mehr Betriebskosten. Das heißt ja, weniger Gehalt am Ende für die Arbeit des Bauers. Ganz deutlich gesehen. Und was führt dazu, dass wir weniger pro Hektar haben bei den gentechnisch veränderten Pflanzen? Bei der gentechnisch veränderten Soja wissen wir es bereits teilweise.
ein Grund dafür ist, dass ja Leguminosen von der Luft das Stickstoff aufnehmen. Durch Agrobakterien an den Wurzeln. Eine ganz lange Geschichte, bis man dazu gekommen ist, in Brasilien Sojasorten zu entwickeln, die in der Lage sind, sich selbst mit Stickstoff aus der Luft zu versorgen, indem sie diese Symbiose mit Agrobakterien haben, diese Rhizome. Wir wussten das schon in den 80er Jahren, dass dieser Glyphosat, wenn er mehr als 1 Liter pro Hektar eingesetzt wird, die Aktivität diesen Bodenbakterien stört. Das heißt, in der Wachstumsperiode, wenn die Sojapflanze mehr Stickstoff braucht, dann hat sie es nicht so wie vorher, weil die Bodenbakterien nicht so entwickelt wurden aufgrund des Einsatzes von Roundup. Ja, wieder ein Nebeneffekt. Dieser Nebeneffekt ist nicht nur beim Ertrag, sondern auch bei der Bildung von Eiweiß. Also weniger Stickstoff heißt ja weniger Eiweiß bei der Soja. Kann ja variieren von 40 bis 55%. Die ertragreichste Pflanze, Eiweißpflanze der Welt. Aber man weiß auch inzwischen, dass Gentechnik veränderte Soja weniger Eiweiß hat. Also von daher ist es auch ein schlechteres Produkt für den Markt, wenn der Markt gerade diese Pflanze will, weil sie so ertragreich, also eiweißreich ist. Da haben wir nochmal einen Effekt. Also und dann sind es zunehmende Effekte, die damit zusammenhängen. Und man könnte zum Schluss kommen und sagen, die Gentechnik verursacht mehr Probleme als Lösung. Oder? Auch wenn sie kurzfristig als Lösung erscheint, tauchen viel mehr technische Probleme auf, die man noch nicht kannte und vor die man wieder neue gentechnisch veränderten Pflanzen entwickeln muss. Also man kommt in ein Netzwerk von Situationen, vor die man Pflanzen so verändern muss, dass sie gar nicht mehr fähig sind, sich an Naturbedingungen anzupassen. Und dann ist es eigentlich eine entscheidende Frage, sind die gentechnisch veränderten Pflanzen besser oder schlechter als die Pflanzen, die durch die irrtümliche normale Pflanzenzüchtung entwickelt wurden. Nach meiner Erfahrung, und das sind viele Wissenschaftler, die das jetzt zusammen sagen, können wir von gentechnisch verschlechterten Pflanzen reden. Also die Gensoja ist deutlich eine gentechnisch verschlechterte Pflanze. Von der Entwicklung her. Ist vorprogrammiert, weniger anpassungsfähig zu sein an natürlichen Bedingungen. Und das ist ja gerade die Frage der Industrialisierung der Landwirtschaft. Man glaubt, Sorten so entwickeln zu können, dass sie unabhängig werden von der Natur oder von den Naturbedingungen. Auch wenn wir es schaffen würden, die Produktionszeit einer Pflanze zu verringern, damit man dadurch ja auch schneller produzieren kann, und würde ich mir mal vorstellen, vielleicht 4 Ernten pro Jahr haben könnten, das wäre seine Hoffnung, was man in der Industrie ja macht. Also die Produktionszeit zu verringern, damit man den Wert steigern kann. Bei der Landwirtschaft geht das ja nicht so. Es gibt ja eine Grenze. Diese natürliche Grenze ist da und ganz wichtig, die Reaktionen, die dann von der Natur kommen, die führen zu so vielen neuen Problemen, dass es technisch viel schwieriger wird, so zu produzieren, als auf eine andere Weise Wissenschaft, in der man versucht, die Natur zu verstehen, um das Wissen an die Natur anzupassen und nicht das Gegenteil. Aber es ist dann von vornherein ein Problem vom Wissen. Also die Denkweise, die dahinter steckt. Und vielleicht funktioniert die Gentechnik auch so in den Köpfen der Menschen, besonders bei den Großbauern, weil sie irgendwie an das anknüpft, was diese Menschen gewöhnt sind zu denken. Zum Beispiel ertragreicher produzieren zu können, ohne Grenzen. Und diese Sorte zu finden. Oder ohne Rücksicht
auf die natürlichen Bedingungen, die Produktion so isolieren zu können, dass man gar nicht mehr die Natur so verstehen braucht, eher die Methoden betrachtet, isoliert von dem Kontext, in dem die Pflanzen entwickelt werden. Und das passiert ja auch bei der Genetik. Man entwickelt Sorten, ohne dass man sie vorher testet vor Ort. Also die meisten Sorten, die wir in Brasilien haben, die wurden nicht bei uns getestet, sondern die wurden aus Argentinien eingeschleppt. Die aus Argentinien sind aus den USA gekommen. Und man stellt sich so etwas vor, wir könnten eine Pflanze entwickeln, die überall gedeiht. Und aus dem Grund haben wir heute die Gentechnik freie Zone, Teile des Landes, weil dort die Sorten aus Argentinien sich nicht entwickeln konnten. Die konnten dort nicht gedeihen, nur im Süden. Und so ist der Süden jetzt fast total verseucht mit gentechnisch veränderten Soja. Da, wo die Kleinbauern sind und die Großbauern in Mato Grosso nach 10 Jahren, die rechnen einfach und sagen, es ist billiger für chemische Soja zu produzieren, die sind ertragreicher und haben einen besseren Preis. Und die rechnen das und sagen, es ist rentabler, gentechnikfreie Soja zu produzieren. Nach 10 Jahren Entwicklung der Sinn. Es kann aber sein, dass es noch Bauern gibt, die so denken wie vor 10 Jahren. Die wünschen sich, dass die Gensoja ertragreicher sei oder dass es eine nächste Generation geben würde, dass die nächste Sorte kommen würde und man kommt immer auf diese Hoffnung. Es könnte ja sein, dass die Agrarkonzerne die Forschung so entwickeln, damit die Bauern weniger Probleme haben. Also die Agrarkonzerne stecken Geld in die Forschung, um den Bauern zu helfen. Also viele lachen, aber viele glauben das. Und ich bin in dem Bereich, seit ich ein Giftverkäufer war, bevor ich Philosophie studiert hatte, Ende der 80er Jahre, und ich war auch vorbereitet, den Bauern etwas beibringen, was sie gar nicht brauchten. Und das war meine Ausbildung. Und es gab immer wieder die Chance, dadurch eine Karriere zu gestalten mit Labors und Stipendien und Arbeitsplätzen an Universitäten, wenn das sich alles jetzt verbindet. Und bei der Gentechnik ist es der Fall, dass Konzerne zusammen mit dem Staat, mit Labors, Forschungsinstituten, die Wissenschaft, die großen Medien, diese ganze Geschichte vorangetrieben haben. Und es gibt Menschen, die daran glauben, ohne es zu verstehen. Viele sagen ja immer wieder, die Gentechnik-Gegner sozusagen, manche sagen Gentechnik-Gegner, die wissen ja gar nicht, wovon sie reden. Also ich habe immer den Eindruck, und das ist auch meine Feldforschung gewesen, die meisten Menschen, die nicht informiert sind, die sind eher für die Gentechnik. Also bei Menschen, die sich gegen die Gentechnik äußern, die haben irgendetwas gelesen. Die waren bei irgendeinem Vortrag und das heißt, sie haben irgendwie mehr Informationen gehabt. Aber die meisten Menschen auf dieser Welt, die haben fast keine Informationen zu dem Thema. Und das ist in Deutschland vielleicht auch ähnlich. Ich weiß noch, als das Ennet-Institut aus Bielefeld noch eine Forschungs- und Umfrage gemacht hat in Deutschland, dann kam heraus, dass 80% der deutschen Verbraucher glauben würde, dass gentechnikfreie Lebensmittel keine Gene enthalten. So, das ist logisch. Natürlich. Wie die Art und Weise zu dem Thema auch präsentiert wird. Also ich halte es ja schon mal einen Missbrauch der Sprache zu sagen, es gibt gentechnisch veränderte Organismen. Alles, was es gibt an Mensch, an Tieren, an Lebewesen, ist gentechnisch verändert. Dann kommt man erst schnell zum Schluss, das ist genau dasselbe wie alles, was es gibt. Es ist aber nicht nur eine gentechnische Veränderung, wie es in der Natur stattfindet, sondern eine gezielte, durch Wissenschaft geschaffte Technik, durch Analyse von DNA, also von der Desoxyribonukleinsäure,
dass man da die Sequenz von Genen so analysieren konnte und berechnen konnte und in der Lage war, ein Stückchen des DNS rauszuschneiden und mit Hilfe von Enzymen, das fast wie eine Schere herauszuschneiden, mit Hilfe von Bodenbakterien es wieder einzubauen und mit Promotoren wieder zu aktivieren. Sowas gibt es in der Natur nicht. Diese von Menschen geschaffene Technik der Pflanzenzüchtung heißt eigentlich transgene Pflanze. Das ist ein transgenes Wesen, weil man versucht ja das zu kreuzen, was in der Natur nicht passiert. Oder wenn es passiert, ist es sehr selten. Und die Mutationen, die in der Natur stattgefunden haben, die haben sich nur durchgesetzt, wenn diese Mutation, die produziert wurde, anpassungsfähig war. Und hier ist das das Gegenteil. Also was man da produziert hat, ist weniger anpassungsfähig als das, was man durch die natürliche Züchtung hat. Und gerade weil dieses Umkehr stattfindet, glauben auch viele, das sei gar nicht so schlimm. Also der Begriff substanzielle Äquivalenz ist genau immer das Thema. Man sagt, diese Pflanze, die jetzt zugelassen werden soll, die sei substanziell äquivalent mit der anderen. Wenn es so wäre, dann dürfte man ja gar keine Lizenzgebühren kassieren. Also Lizenzgebühren kann man nur kassieren, wenn man in der Lage ist, etwas ganz Neues zu entwickeln, was es noch nie gegeben hat. Und das auch eine industrielle Nutzung hat, nach dem Drittabfall. Also so muss man ja beweisen, dass es etwas Neues ist. Und bei der Zulassung sagt man, das Neue ist genauso wie das andere. Also das ist schon mal ein Trick. Noch schlimmer ist es, dass man weltweit dafür sorgt, dass die Menschen nicht wissen sollen, dass das Neue, das ja genau wie das andere ist, in etwas drin ist. Also wenn man draufschreiben würde, das ist hier drin, dann befürchten viele, dass die Menschheit es ja nicht wird. Ja, warum dann diese Befürchtung, wenn das doch so gut ist? Oder ist es so, dass die Medien jetzt alle dagegen sind? Und weltweit sorgen die Regierungen ja dafür, dass ja das alles weg vom Markt ist. Und man müsste sich ja durchsetzen. Also ist ja gerade das Gegenteil. Das Bild, das die Mehrheit der Menschen von Gentechnik hat, ist das Bild von Innovation. Innovation heißt ein Schritt nach vorne. Wohin, fragt man manchmal. Aber dieser Schritt nach vorne ist im Gedanke der Gentechnik, also Fortschritt. Und eigentlich heißt es ja, nach der Erfahrung, die wir heute haben, es ist ein Rückschritt. Und immer wenn mir gefragt wird, warum die Saat des Bösen, ist ja das schöne Buch hier, gibt es da auch da hinten, das sollte ja heute was dazu sagen, plötzlich dazugekommen. Die Saat des Bösen ist ja so böse, weil sie nicht funktioniert. Ganz einfach, es ist eine gescheiterte Technik. Es gibt ja viele Institute, Umweltfolgeabschätzungen und so weiter. Ich weiß ja nicht, ob das immer noch so ist. Techniküberwachungsverein und so weiter. Alles das gibt es. Ne? Und wenn man mal genau danach schaut, dann sieht man, dass es genau das Gegenteil von dem ist, was man sich wünscht. Ich habe es versucht, mal in die brasilianische Biosicherheitskommission hineinzugehen, als Mitglied. Ich bin einer der Mitglieder, die die Macht haben zu entscheiden, ohne die Menschheit zu befragen, ohne dass es Parlament Abstimmungen gibt, ohne dass die Regierung sich darum kümmert. Es sind 27 Wissenschaftler, die haben die Macht zu sagen, es wird zugelassen oder nicht. Ich habe mal versucht, in 2 Jahren da herauszufinden, wie wissenschaftlich das Ganze ist. Nur darum, weil eine Abstimmung dazu gewinnen ist unmöglich. Also alle Abstimmungen sind schon vorhersehbar. Es gibt einen Block, der hat immer dieselben Stimmen. Egal, was da präsentiert wird. Alle Zulassungen, die bisher in Brasilien stattgefunden haben, alle, 100%, basieren auf Studien von den Konzernen selbst. Von den 27 Mitgliedern sind 2/3 davon Wissenschaftler, die schon irgend
in einem Moment seiner Vergangenheit Gutachten geschrieben haben, Stipendien bekommen haben, Preise bekommen haben, die mit Konzernen zu tun haben. Das Bild, das aber für die brasilianische Gesellschaft erscheint, sei, das ist alles Wissenschaft. Das ist die höchste Instanz der Wissenschaft und die entscheiden. Und für den normalen Bürger ist ja dann die Frage, ja, ich weiß es sowieso zu wenig. So ist es wichtig, dass die Wissenschaftler für mich entscheiden. Dann ist es auch ein Demokratiedefizit. Und ich stelle mir immer vor, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich geredet habe, ich muss da aufpassen. Genau die Stunde bin ich bei meiner Kontrolle. Was würde es heißen, wenn wir in der Forschung mindestens ein Institut an jeder Universität hätten, das unabhängig ist. Das ist für mich die Frage gewesen, die 2006 bei der Bewegung gestellt wurde in Deutschland, als Chance, Wissenschaft zu haben, der man vertrauen kann. Unabhängig heißt jetzt nicht, dass es alles Leute sind, die so wie Engeln oder Heiligen forschen, die gibt es ja nicht, aber Menschen, die nicht von den Konzernen bezahlt werden, weil die Konzerne das ja nicht umsonst machen, sondern die bestimmen, was studiert wird, mit welcher Methode und welche Ergebnisse öffentlich gegeben werden. Und bei den Kommissionen bleiben die Ergebnisse der eigenen Studien der Konzerne, die schiefgelaufen sind, geheim. Also wir können da gar nicht als Wissenschaftler nachforschen, weil das bleibt ja alles geheim. Und wo gibt es schon Studien dazu, wenn es nicht von diesen Konzernen selbst kommt? Also so war das 2006 die Frage. Und ich bin dann 2007 nach Brasilien gegangen. Hat mich dann so enttäuscht mit der brasilianischen Situation, da will ja keiner was von Gentechnik wissen. Nicht, dass niemand es anbaut, sondern im Gegenteil, niemand will das diskutieren, niemand will was dagegen tun und habe mich dann entschieden, nach Österreich zu gehen. Das war dann 2009. Und dort habe ich dann erlebt, und das war für mich auch nochmal erstaunlich, wie die Bewegung der gentechnikfreien Region in Deutschland zugenommen hat, besonders in Bayern und die Region um den Alpen herum. Erstaunlich für mich war aber immer, wie kann es sein, dass die Vertreter der Bauernverbände, die eigentlich für die Kleinbauern sein sollten, bei dieser Frage eine andere Richtung haben. Raiffeisenbank zum Beispiel in Österreich, das ist nicht irgendeine Organisation, der Chef der Raiffeisenbank Oberösterreichs, Ludwig Scheringer, war gleichzeitig der Vorsitzende des Senats einer Universität an der ich war. Und die waren ja eigentlich für die Agrogen. Nach zwei Jahren Schwierigkeiten bei der Forschung kam in Brasilien eine Einladung vom Bundesministerium für Bildung, eine neue Universität zu bilden. Naja, dann habe ich mir überlegt, was ist jetzt der Unterschied, ein Institut zu haben oder eine ganze Universität aufzubauen. Und das ist eigentlich, was mir derzeit der meiste Mut macht. Seit 2009 gibt es eine neue Universität in Brasilien, im Süden Brasiliens, da wo die Kleinbauern sind, an der Grenze zu Argentinien, in den drei südlichsten Bundesländern, eine Fläche so groß wie Deutschland, als Raum, mit 7 Campi, 42 Studiengänge, 4-mal Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt auf Agrarökologie, Ingenieurwissenschaften oder Umweltwissenschaften mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energien, Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt auf Genossenschaftswesen,
öffentliches Gesundheitswesen, präventives Gesundheitswesen, Tiermedizin mit Ökotherapie und agrarökologischen Methoden verbunden, Lehrerausbildung besonders für den ländlichen Raum, die Spezialisierung im Umweltbereich in allen Fragen, auch der Ernährungswissenschaften, diese Universität aufzubauen mit Hilfe der größten Bewegungen im ländlichen Raum Brasiliens, das heißt zunächst Via Campesina, das ist die größte Bauernorganisation weltweit, in Brasilien bekannt für die Landlosenbewegung, und dann nochmal die Bewegung der Kleinbauerngewerkschaften. Das waren zwei große Bewegungen, Bündnisse, die dafür gesorgt haben, dass es diese Universität gibt. Das ist die erste Universität, staatliche Universität Brasiliens, die von unten aufgebaut wird. Und hatte ich mir auch gar nicht vorgestellt, dass sowas möglich ist. Und seit 4 Jahren sind wir jetzt an dem Aufbau dieser Universität und hoffen im Bereich der Agrarökologie, und das soll ich jetzt mal wieder deutlich machen, was das heißt, Agrarökologie ist ein ganz neuer Begriff, vielleicht in deutscher Sprache. Das ist eine deutsche Sprache, hier würde man eher von ökologischer Landwirtschaft sprechen. Und dann diese ganze Situation nochmal, Demeter, biodynamisch, biologischen Anbau, oder alles was es da an Verbänden gibt. Im wissenschaftlichen, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung dient Agrarökologie für uns so wie ein Dachbegriff. Und in diesem Dachbegriff passt die ganze Palette der ökologischen Landwirtschaft hinein. Es ist aber auch gleichzeitig eine Art der Wissenschaft. Also es geht nur, wenn es interdisziplinär gemacht wird. Also wenn man wieder das zusammenbringt, was die moderne Wissenschaft ja zerstückelt hat, sozusagen. Also man versteht ja in vielen Bereichen der Wissenschaft nicht mehr, welche Zusammenhänge es zwischen den Wissen gibt. Das ist zum Beispiel so, dass die Wissenschaftler, die sich mit Maisschüssler beschäftigen, ja gar nichts zu sagen haben, was da passieren würde, wenn diese Mais, den sie entwickelt haben, um Raupen zu bekämpfen, wenn diese Mais von einer Kuh gefressen wird. Also mit Kuhen haben die jetzt nichts zu tun. Also das ist nicht ihr Thema, ne? Nicht ihr Bereich. Und so einfach, ja, auch keine Verantwortung. Ne? Gleichzeitig behaupten sie aber, es würde der Kuh ja nichts passieren. Obwohl sie deutlich sagen, ich verstehe nichts von Kühen, es gibt keine Studien dazu, ich bin mir aber sicher, und das Wort sicher ist das unwissenschaftlichste Wort überhaupt, dass da nichts passieren kann, also Mon 810 ist sicher, sagen die Wissenschaftler. So. Oder Biosicherheit, so. Das sagen Wissenschaftler. Vertrauen kann man dem Ganzen ja nicht. Ne? Denn Wissenschaft muss ja vom Grunde her kritisch sein. Und das ist auch ein Ansatz. Ich habe jetzt interdisziplinär schon mal als Konzept. Also Agrarökologie gibt es nur fachübergreifend. Also man könnte kein agrarökologisches Idiot bilden oder Fachidiot sozusagen. Ich bin ein Agrarökologe, ich habe jetzt nur eine Ahnung von Molekularbiologie, aber ich habe trotzdem eine Meinung zum Hunger, aber ich habe da keine wissenschaftliche Ausbildung. Ne? Also ich habe mit soziologischen Themen nichts zu tun. Ne? Also es muss schon fachübergreifend sein. Zweitens, dieses Bild der Wissenschaft auch zu ändern, indem versucht wird, die Natur an das Wissen anzupassen. Also eher die Naturwissenschaften dazu zu nutzen, um sie zu verstehen, damit man am besten Methoden entwickeln kann, die mit der Natur zurechtkommen und dann auch nachhaltig sind. Dann kommt natürlich auch die ökonomische Frage hinein. Also nicht nur, weil die Umwelt wichtig ist, weil es wichtig ist, auf Umweltgründe, aus ökologischen Gründen, die Natur zu schützen, sondern es ist auch eine soziale Frage. Also ökologische Probleme und soziale Probleme hängen immer zusammen.
Bei der Frage der Gentechnik haben wir genau das Problem. Und nochmal wichtig auch, wie dann da geforscht wird. Meistens ist es ja so, dass an den Universitäten weltweit eine Distanz zur Gesellschaft besteht. Also die menschlichen Probleme haben mit der Wissenschaft wenig zu tun. Also die Wissenschaft beschäftigt sich eher mit dem, was Ruf, Karriere, Geld, Macht bedeutet. Da gibt es ganz bestimmte Richtungen, die dann in der Mode sind und wenigen würden zum Beispiel Philosophie studieren. Weil das Dumme an der Philosophie ist ja, man versucht ein wenig von allem zu wissen. Und bei der Wissenschaft soll man ja versuchen, fast alles über nichts zu wissen. Und dieses fast alles über nichts ist ja genau das, was dazu führt, dass der Mensch gleichzeitig zum Arrogant und zum Ignorant ist. So arrogant deshalb, weil er glaubt, er weiß ja alles in dem Bereich und nur er oder eine kleine Gruppe weiß so viel. Also von dem Standpunkt her sehr arrogant, also es ist fast so wie die Wahrheit. Ja, ein Stückchen weiter, vielleicht Religion. Also man glaubt so sehr an der eigenen Theorie, dass man es nicht mehr ertragen kann, von anderen kritisiert zu werden. Vielleicht noch schwieriger von einem anderen Bereich. Weil dann sagt man, das gehört ja gar nicht dazu. Und ignorant, weil alle anderen Bereiche ja ausgeschlossen werden. So hat man fast von allen anderen Bereichen keine Ahnung mehr. Man hat nur von diesem kleinen Stückchen keine Ahnung, die Wissenschaft ist eigentlich. Und dann ist ja dieser ganze Grundsatz der Wissenschaft, dass ich als kritische Wissenschaft bezeichne, und Agrarökologie kann da nur kritisch sein, weil ist ja aus dem Widerstand gegen die sogenannte Chemisierung der Landwirtschaft entstanden. Aus den Problemen der sogenannten Industrialisierung der Landwirtschaft entwickelt worden und von daher in die Wissenschaft gegangen. Also traditionelles Wissen, Wissenschaft in eine andere Form und das nochmal kombiniert in eine andere Art und Weise auch mit Ethik umzugehen. Also Ethik, was es heißt, mit dem Leben umzugehen. Oder was heißt es, wenn Wissenschaft zur Verbesserung der Lebensqualität führen kann. Was ja auch so schwierig ist. Denn man glaubt einerseits daran, man würde ja eine bessere Lebensqualität durch mehr Wissenschaft haben. Und vielleicht sind wir ja die Generation, die am meisten davon profitiert hat. Im Vergleich zur vorherigen Generation. Aber wir sind gleichzeitig die Generation, die es schwierig zu beantworten hat, ob vielleicht die nächste Generation noch denselben Standard hat oder es sogar schwieriger wird. Also wir sind gerade an der Grenze der Nachhaltigkeitsdebatte, ob wir in der Lage sind, eine Methode zu entwickeln, mit der Natur so umzugehen, dass wir uns noch selbst ernähren können und noch in der Lage sein können, Menschheit zu sein für die nächste Generation. Also so sind wir auch an einem sehr kritischen Standpunkt hingekommen, in dem es von den Wissenschaftlern sehr viel erwartet wird, sehr viel verlangt wird und gleichzeitig es so wenig Wissenschaft auf der Welt gibt. Also Wissenschaft gesehen als Wissen schaffen, haben wir sehr wenig. Sehen wir uns mal alle große Entwicklungen in der Gesellschaft. Die letzte große Innovation, die wir hatten, war 1963. Also die Entdeckung des Radiolaser. Diese Laser. Ja, jetzt kann ich das Laserstrahl. Laserstrahl. Alles andere ist eine Derivation, ist eine Adaptation an diese Innovation, die wir entwickelt haben. Aber wir erstaunen an jede neue Entwicklung, die wir haben, besonders im Kommunikationsbereich oder diese ganze Geschichte des digitalen Lebens. Und das ist eigentlich nur eine Anknüpfung an eine große Entdeckung der 60er Jahre. Jetzt würden wir sagen, die Gentechnik ist eine große Innovation. Die Gentechnik ist eigentlich nur eine Umsetzung einer Theorie, die man festgestellt hat, und das ist schon lange Zeit her,
BHD-Subsidie benötigt. Das war die Innovation. Was man daraus gemacht hat, ist für mich eigentlich keine große Innovation gewesen. Wir hätten diese Sequenzen an Genen so analysieren können, dass wir viel gezielter durch natürliche Pflanzenzüchtungen Pflanzen entwickeln hätten können, die viel widerstandsfähiger sind als die, die wir heute haben. Also wir hätten, das ist dann die entscheidende Frage. Und das ist das Problem. Wenn Wissenschaft dazu dient, Geld zu verdienen. Also was heißt das jetzt? Wissenschaftler, die im Namen von Konzernen oder im Auftrag von Konzernen Vorträge halten, und das machen viele, und die stellen sich dahin, als ob sie Wissenschaftler wären. Sie können es auch teilweise sein. Nur da gibt es ein Problem. Bei der Suche nach Lösungen ist das Wichtigste nicht die Lösung des Problems des Bauers oder der Verbraucher oder der Verbesserung der Lebensqualität, sondern die Frage des Profits, wovon eigentlich mein eigenes Gehalt abhängt. Und wenn das dann verbunden wird mit Entscheidungen, die in öffentlichen Kommissionen oder in staatlichen Kommissionen stattfinden, dann haben wir das, was heute das große Problem bei der Agro-Gentechnik ist. Warum sind so viele Menschen begeistert von der Technik, die in dem Bereich stattfindet? Wenn wir das sehen, was Schüler entwickeln, wenn man sie in einem Labor von Syngenta einbringt, in ein paar Stunden, und daraus kommen zu glauben, dass man jetzt alles, was Leben ist, so verändern könnte, fast wie eine Software oder wie ein Konstrukt des Menschen. Man könnte sich sowas vorstellen wie ein Mensch, der ein Windows 7 ist, und dann kommt die nächste Generation mit Windows 10 oder 11, und wir bauen das alles auf Genkonstrukte auf. So, das ist eine verrückte Idee, aber die gibt es in der Wissenschaft. Man müsste mal nur herausfinden, welches Gen für was zuständig ist. So, stelle mir mal vor, wir hätten ein Gen für den Alkoholismus. Dann würden wir das nur ausschalten. Vielleicht hätten wir auch ein Gen für die Gewalt. Dann würden wir diese Gene ausschalten und würde die nächste Generation so aufbauen, dass wir Menschen hätten, die nicht mehr rauchen, die nicht mehr Alkohol trinken, die ja, alles, was man sich so wünscht. Also nicht alle wünschen sich so. Aber diese Idee, es so vorprogrammieren zu können, schließt ja etwas ganz Wichtiges ab. Und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt. Dass der Mensch nur ein Teil der Natur ist und nicht in der Lage ist, die Natur so zu beherrschen, um das alles so verändern zu können, ohne sich selbst zu verändern. Dies verstehen die Menschen aber fast nur, wenn sie in direkten Kontakt mit dieser Frage kommen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch Krebs entwickelt. Oder wenn ein Mensch vor der Endlichkeit des Lebens steht. Dann kommen viele dazu, zu denken, was hat es jetzt überhaupt gebracht, so zu leben, wie man bisher gelebt hat. Und das bringt vielleicht manchen Bauern dazu, ökologisch zu produzieren. Bei uns haben wir viele ökologische Bauern, die so produziert haben. Wir haben auch ganz viele, die sich an Ernährungsgewohnheiten so gebunden haben durch diese Situation. Was ich damit jetzt, wo ich daraus hinausgehen möchte, ist, dahin gehen möchte, ist die Betroffenheit des Menschen. Wer ist dann eigentlich jetzt am meisten betroffen von den Problemen der Agrogenetik? Man könnte ganz einfach sagen, die Verbraucher. Das sind wir alle. Auch die Produzenten. Alle müssen wir essen. Aber wenn man sich das vorstellt, was passiert, wenn ein Bauer in Brasilien in der Lage ist zu verstehen, dass es für ihn schlecht ist, gentechnisch veränderten Mais zu konsumieren, aber für den Export baut er ihn schon an. Als ob es keinen anderen Menschen gäbe,
die genauso wie er auch davon betroffen ist. Und dann gibt es so etwas Verrücktes, das nennen wir Marktwirtschaft, wo es, ich weiß nicht, wo gibt, wer hat die schon mal gesehen, die sogenannte Marktwirtschaft? Also das ist so eine Konstruktion, die in allen Köpfen drinsteckt. Und man glaubt, dass die das regulieren würde, dass zwischen Produzenten und Konsumenten das zum Gleichgewicht kommt. Daran glauben wir ja auch. Ne? Viele, ne? Also die Mehrheit der Menschen. Ob es möglich wäre, vielleicht diese Art des Regulierens anders zu gestalten, dann kommt immer wieder die Frage, dann muss der Staat eingreifen. Derzeit greift der brasilianische Staat etwas rein, also die Bauern werden von den Regierungsprogrammen unterstützt, zum Beispiel das Programm Null Hunger, das Programm Essen an den Schulen, also bis 30%, mindestens 30% von allem, was an den Schulen an Essen angeboten wird und auch an anderen Stellen, die mit dem Staat zusammengehören, wie Gefängnisse und alles andere, alle Einrichtungen, alle staatlichen Einrichtungen kaufen direkt, also die Regierung kauft direkt von den Bauern und schafft so eine Nische sozusagen, sodass die Bauern gar nicht mehr so abhängig sind von der sogenannten Marktwirtschaft, wo sie überhaupt ja nicht konkurrieren können mit dem Großgrundbesitz oder mit dem Großgrundbesitz. Dies hat für Brasilien sehr, sehr viel bewirkt, so dass wir zum ersten Mal, und das ist im Oktober gewesen jetzt, als Förderung der brasilianischen, eine Forderung, ja, ein Kampf der brasilianischen Landfrauenbewegung, dass wir einen nationalen Plan zur Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft haben. Diese Förderung heißt zunächst 8 Milliarden Reais, 3 Milliarden Euro an Mikrokrediten, die an Kleinbauern gegeben werden. Zweitens die Einrichtung von Vermarktungsmöglichkeiten, wie das, was ich jetzt hier mit Null Hunger Programm zum Beispiel verbunden habe. Es werden ja 24 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt in Brasilien, dass das direkt von den Bauern regional aufgekauft wird von der Regierung. Drittens, dass man auch die Verarbeitung dieser Produktion vor Ort unterstützt, damit man nicht alles so Rohstoff als Rohstoff exportiert, was ja auch immer noch die große Richtung der brasilianischen Wirtschaftspolitik bleibt und der Widerspruch ist. Und viertens, dass man sehr stark in Wissen investiert. Also Wissen, das dazu führen sollte, dass jeder Bauer auch ein Forscher ist. Also, dass jeder Mensch in der Lage sein kann, etwas zu tun, um Wissen zu schaffen. Das hängt damit zusammen, dass wir an unserer Universität nur ökologische Agrarwissenschaft anbieten und dass wir in Brasilien 200.000 solche Agrarwissenschaftler brauchen. Nur um das Null-Hunger-Programm, von dem, was als Potenzial da gesehen wird, zu versorgen oder ja, in der Lage sein, es so zu gestalten. Wir haben wenige Studierende, es sind 8.000, insgesamt ist das viel zu wenig, aber es ist ein sehr wichtiger Ansatz, weil wir da in der Region sind, da wo die meisten Menschen von diesen Wissenschaftlern oder diese wissenschaftliche Entwicklung betroffen sind. Das heißt eigentlich Betroffenen, oder? Die Menschen, die am meisten von diesem Wissen was haben, die sind in der Lage, wissenschaftlich auch unterstützt zu werden. Die tolle Frage ist dann, woher kommen diese ganzen Lehrkräfte, woher kommen dann diese ganzen Gelder, wie kann man das so alles steuern? Die brasilianische Regierung hat das uns abgesichert, dass alle lehrenden Personen, also alle Professoren bei uns ausschließlich von staatlichen Geldern bezahlt werden. Kein unserer Forscher darf einen Vertrag mit anderen Institutionen, Firmen, Konzernen oder sowas haben. Das ist 100% mit staatlichen Geldern bestraft.
Zweitens, wir sind dabei, sehr viele Kooperationen weltweit zu knüpfen mit dem, was es an Fortschrittlichstes gibt in diesen Bereichen, damit wir auch weltweit in dem Netzwerk der Wissenschaftler so etwas wie eine, ein ethisches Netzwerk für ethische Wissenschaftler zu produzieren und in der Lage sind, sehr viel vor Ort an Kleinbauern, Söhne und Töchter als Studenten aufzunehmen, was noch nie in der Geschichte Brasiliens stattgefunden hat, denn man hat immer das Bild gehabt, die Bauern sind ja Menschen, die nicht studieren sollten oder nicht brauchen oder die da geblieben sind, weil die anderen ja, die nicht mehr da sind, studieren gegangen sind, also die übrig gebliebenen, die nicht studieren. Genau die werden jetzt gefördert und die Frage kommt immer und sehr voll mit Vorurteilen manchmal. Ja, nein, meinen Sie dann, dass jeder Bauer in der Lage ist zu forschen? Das ist immer die Frage der meisten Wissenschaftler. Vielleicht schon, indem die Wissenschaftler sie unterstützen und in Forschungsbereiche hineinbringen, nachzudenken. Und vieles von dem ernst nehmen, was eigentlich das Bauernleben ist, was ja weltweit fast im Aussterben ist. Also dieses Bauernwissen meine ich ja zum Beispiel der Schutz vom Boden. Also dass jeder Bauer als Bauer davon ausgeht, dass er nur eine Existenz hat, wenn er den Boden schützt. Und die Zerstörung des Bodens eigentlich eine der großen Ursachen dessen ist, weswegen wir dann diese Probleme auf der Landwirtschaft haben. Ich weiß, dass ich jetzt schon Schluss machen muss. Weil bevor du alle Fragen beantwortest, die hier vielleicht im Raum sind, würde ich doch gerne, dass das Publikum auch noch Fragen stellen kann. Das war jetzt brutal. Sofort. Aber er hat ja gesagt, er ist ein Brasilianer, also das wissen wir, aber die Brasilianer haben ganz viel Temperament, das haben wir gemerkt. Und er hat sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen, aber sicherlich sind auch Fragen aufgetaucht und jetzt sind sie eine Pflanze angebaut, der Sojapflanze, in so einem großen Maße.
Es gibt an anderen Gebieten, da wird Zuckerrohr angebaut mit fast derselben Geschichte. Oder es wird Mais angebaut in einer Monokultur. Also die Monokultur haben wir auch in das Problem. Das ist immer die richtige Frage. Also wir haben in Brasilien mehrere Studien von dem Agrarforschungsinstitut Embrapa, was die Erosion des Bodens angeht. Also was man tun sollte, um den Boden zu erhalten, damit er nicht erodiert durch Regen, also sehr stark betroffen von starkem Regen. Und da hat es Fortschritte gegeben, den Boden zu erhalten. Eine der wichtigsten Maßnahmen war, dass man das Stroh auf dem Boden liegen lässt und nicht verbrennt, wie vor 20 Jahren zum Beispiel, gibt es aber auch immer noch. Also, dass es eine Strohdecke auf dem Boden gibt, das ist in Brasilien als direkte Aussaat bezeichnet, ist aber eine Geschichte, die schon aus den Indianervölkern stammt. Und die haben das ohne Herbizide gemacht. Was da mit der direkten Aussaat verbunden ist, dass ja da man seit Anfang der 90er Jahre mit Roundup es schafft, diese direkte Aussaat zu verhindern. Dass man nicht mehr Flügel braucht, nicht mehr Hegel braucht, diese ganzen Vorbereitungsmaßnahmen, die zur Erosion geführt haben. Die Frage bleibt nach wie vor offen, ob es nachhaltig sein kann oder inwieweit es möglich ist, ohne Fruchtfolge diese Monokultur weiterzuführen. Die Reaktion der meisten Großbauern auf dieses Problem ist, sie gehen einfach in andere Regionen. Und das bleibt dann liegen und dann kommen später Landlose und besetzen das Land. Und dann fängt eine neue Geschichte an, bis diese Bauern dann auch wieder landlos werden und dann nochmal einen anderen Großgrundbesitzer das Land in Besitz nimmt und dann geht das wieder weiter. Ich habe da keine zugespitzte Antwort. Es dauert so lange, das geht so lange. Wichtig ist es vielleicht zu sehen, dass zunehmend die Fruchtbarkeit des Bodens zurückgegangen ist. Was die Wasserqualität betrifft, da haben wir sehr viele Untersuchungen, dass die meisten Wasserquellen, die wir in der Region des Südens Brasiliens haben, völlig verseucht sind mit Pestiziden. Dass es da auch einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen hat, ist auch nachgewiesen worden. Es ist immer wichtig, aber auch, dass dann die meisten dieser Studien nicht öffentlich gegeben werden, weil dann werden ja auch immer die Stoffe bekannt von diesen Industriekonzernen, zum Beispiel BASF, Bayer und sowas. Und viele von diesen Stoffen, die dann da auftauchen, sind in Brasilien verbotenen Produkten, die aus dem Ausland wieder eingeführt werden. Also die ganze Kontrolle davon über Wasserqualität, es gibt da Einrichtungen in der Bundesregierung, das ist das Bundesministerium für Landwirtschaft, aber in so einem riesigen Land gibt es nur einzelne Beispiele, wo die Untersuchung stattgefunden hat. Man kann aber davon ausgehen, dass die meisten Flüsse, die jetzt gemessen wurden, mit Roundup versorgt sind. Das ist eine sehr spannende Frage, was heißt das, wenn die Fischen da jetzt untersucht werden. Das machen wir inzwischen bei unserer Universität schon. Vielleicht schauen wir das schon mal nach. Was in der Geschichte noch nie so passiert war, dass man die Wasserorganismen da auch misst. Also welchen Einfluss haben diese Gifte auf die Wasserorganismen? Später vielleicht, was hat das für einen Einfluss auf die Menschen, die dieses Wasser benutzen? Und auch auf die Frage der neuen Krankheiten, die auch gar nicht neue Krankheiten, sondern erst Außenkrankheiten sind, die wieder da auftauchen. Warum man in Europa immer noch nicht weiß, zum Beispiel, wie viel Toxingehalt bei der BT-Maispflanze drin ist. Dieselbe Frage, warum man nicht weiß, was viel einfacher wäre, wie viel Rückstände von Glyphosat im Gensoja drin ist, das hier landet. Wir wissen es in Brasilien. 14 bis 33 Milligramm Glyphosat pro Kilo Soja.
Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt im Schiff in 14 Tagen das alles verschwunden wird. Komisch ist es aber, dass hier vor Ort, wenn diese Soja ankommt, es nicht gemessen wird, damit man es ja vergleichen könnte, was in 14 Tagen stattfindet. Also dieselbe Antwort, es wird einfach nicht nachgeforscht. Die wichtige Antwort wäre aber, man muss mehr Studien haben. Und wir haben es vor, an unserer Universität tatsächlich es festzustellen, bei diesen 18 Maissorten, welche zum Beispiel den höchsten Toxingehalt hat, welcher Einfluss das auf die Resistenzbildung hat, welcher Einfluss das haben könnte auf das Immunsystem in Regionen, in denen diese Maissorten eher angebaut werden, ob das einen Einfluss auf Missbildung, Krebs oder sowas hat. Also wir haben jetzt der erste Studiengang Medizin in Brasilien im neuen Programm der Ausweitung der Ärztebildung. Das ist an unserer Universität, das ist im Rahmen des Programms Mehr Ärzte, ist auch polemisch weltweit, weil die brasilianische Regierung zahlt für die Ärzte, die auch im Ausland kommen, damit sie vor Ort in Ländern, in Regionen arbeiten, wo kein Arzt war oder keiner hingehen wollte. Und diese Einrichtung Medizin sowie Ernährungswissenschaften, die wir eben haben, und anderen Bereichen im Gesundheitswesen werden diese Frage vielleicht stärker nachgehen. Wir haben auch alle Naturwissenschaften bei uns, also auch was Qualität des Wassers betrifft. Wir sind aber erst 4 Jahre da und wir haben jetzt die erste Studienabschlüsse und wir sind immer noch bei der Arbeit, die Labors aufzubauen. Wir sind jetzt im ersten Jahr, als wir die eigenen Labors, die meisten aufgebaut haben. Also jetzt erst richtig in der Lage, weiter zu forschen. Ich hoffe, dass bei einem nächsten Bericht da viel mehr rauskommen kann. Also wir haben auch, was Toxingehalt angeht, in Brasilien keine Ahnung. In Spanien war ich immer gespannt, ob da was rauskommt, weil da haben wir sehr viel Mais angebaut. Auch die Spanier haben keine Berichtsquelle. Es gibt ja auch sehr viele Unterschiede bei den Sorten. Und weil die Genen ja auch nicht gezielt eingerichtet werden, also ist eher Zufall, wissen wir ja von der Wissenschaft her gar nicht, der Ort, wo genau jedes Gen landet, so ist es auch sehr unterschiedlich von jeder Pflanze, die entwickelt wird, welche Reaktionen da entstehen. Man weiß, dass das Toxin drin ist. Man weiß aber nicht genau wo und wie viel. Das ist die offene Frage. Ich habe keine Frage, ich habe nur eine Anmerkung. Ich wundere mich so ein bisschen, dass ich noch ohne Personenschutz durch die Welt reise. Haben Sie keine Angst? Ein bisschen Verschwörungstheorie. Es gibt einen Film dazu. Gekaufte Wahrheit, Gentechnik, im Magnetfeld des Films von Bertrand Verlag. Aber zu dieser Geschichte habe ich da wenig zu sagen. Ich habe das schon erlebt. Und dann von Monsanto reden, dann würde ich lieber dann von Syngenta reden, der größte Pharmakonzern der Welt, und wie sie mit Bauern umgehen in Brasilien. Und wie sie mit Wissenschaftlern umgehen, die sich gegen diese Interessen. Also dann müsste ich ja mehr in der Schweiz und in Europa befürchten als in Brasilien, oder? Darum habe ich gesagt, okay. Würdest du gerne, wie Sie es geschafft haben, Ihre Regierung dazu zu motivieren, eine freie Universität zu unterstützen? Denn bei uns habe ich den Eindruck, zieht sich die Regierung mehr aus der Forschung oder Unterstützung der Forschung zurück. Es wird immer mehr von der Wirtschaft unterstützt, die Forschung. Und die Lobbyarbeit, die ist ja auch bei den Regierungen so, dass sie es entweder gar nicht wissen oder auch nicht mehr wollen, eine freie Forschung. Und die andere Forschung scheint ja eben nur noch linear zu funktionieren. Wir haben das jetzt rausgefunden und wenn das nicht mehr funktioniert, gehen wir auf dem Weg weiter. Aber ein komplexes und kybernetisches Denken ist ja nicht da und das versuchen Sie ja nur. Wie haben Sie es geschafft?
Zunächst mal zu verstehen, was ist das für eine komische Regierung, die keine Mehrheit im Parlament hat. Ja. Obwohl es eine Koalition ist. Es sind fast alle Parteien in der Regierung, aber im Grunde genommen ist es ja eine Koalition mit dem Großgrundbesitz. Ohne die Lula es nicht geschafft hätte, 2002 an die Regierung zu kommen. Ich erinnere mich noch ganz gut an ein Gespräch mit Lula im Jahr 1996, als er sagte, was ist jetzt das Wichtigste? Etwas von dem Programm aufzugeben, von dem Regierungsprogramm, wie zum Beispiel die Agrarreform und so weiter, ganz wichtige Sache, und nie gewählt zu werden, oder doch mal was aufzugeben und ein Programm so darzustellen, dass man an die Regierung kommt und ein paar dieser Spielräume nutzen kann. So, das ist jetzt ganz bekannt für alle Parteien der Welt. Ich glaube, ich habe da nichts Neues gesagt. Das nennt man manchmal Kompromisse. Bei uns ist es nicht Kompromiss, sondern was ganz anderes. Kompromisse wäre ja, Lula würde die Agrarreform nicht durchführen, als Kompromiss. Und dagegen wird es keine Zulassung bei der Gentechnik geben. Das wäre schon mal ein Kompromiss. Ne? Die Art Kompromisse Lulas ist etwas anders gewesen. Der macht weder die Agrarreform, und gibt die Frage Gentechnik auch an. Also so eine Art Kompromisse heißt, das Wichtigste ist gar nicht das, was man an der Regierung tut, sondern man ist an der Regierung. Dieses Konzept hat auch zugenommen in fast allen Regierungen der Welt. Bei uns hat es nicht so lange gedauert vielleicht. Das ist der Unterschied, es ging viel schneller. In wenigen Jahren. Aber trotzdem gibt es ja dort so vieles, was wir nachholen müssen, oder was so an der Tagesordnung liegt, dass man vielen Chancen nutzen kann. Jetzt muss ich mal etwas Gutes von Lula erzählen. Ich bin ja auch in der Regierung. Ist schon komisch. Als Vizerektor einer Universität ernannt zu werden, am Bildungsministerium diese Universität aufzubauen, in Zeiten, in denen die meisten Universitäten abgebaut wurden. Und Lula ist der erste Präsident Brasiliens, der keinen Hochschulabschluss hat. Und der ist der Einzige, der es geschafft hat, 14 neue Universitäten zu bauen. Und er persönlich hat sich durchsetzen müssen, auch gegen einen Bildungsminister, der es gar nicht wollte, dass wir in dieser Region eine Universität haben. Aber es kam viel mehr aus Druck von unten, von diesen Bewegungen, die wir ja seit Jahrzehnten unterstützen, und dafür muss man sich auch nur bei den Deutschen bedanken. Diese ganze Solidaritätsarbeit und Entwicklungsarbeit in der Vergangenheit haben ja dazu geführt, dass wir nicht nur Lula haben, sondern die ganzen Netzwerke, die dazu geführt haben, eine Regierung zu haben, die in der Lage ist, so etwas Widersprüchliches zu tun, wie auf Agrarexporte zu setzen einerseits, und dadurch das Programm Null Hunger zu finanzieren und andererseits das Programm Null Hunger dann mit der eigenen landwirtschaftlichen Produktion und mit dem Plan der Förderung der Agrarökologie zu verbinden, das ist einmalig auf der Welt. Dass man das dann so hingekriegt hat, ist eine eigene Entwicklung. Ich war da nicht dort, von 2001 bis 2006 war ich in Europa. Als ich zurückkam, war ich zunächst sehr enttäuscht von dieser Regierung. Später habe ich erkannt, dass es im Bereich der Bildung große Chancen gibt, dass es im Bereich der Agrarentwicklung große Chancen gibt. Auch die ganze Umweltfrage ist ja bei uns ein sehr wichtiger Bereich. Wir sind vielleicht das Land mit den meisten Naturressourcen auf der Welt. Wir wären auch in der Lage, diese Ressourcen anders zu nutzen. Dieses Konzept steckt auch in dieser Regierung. Dass das alles in einer Regierung drinsteckt, ist nichts anderes als die Widerspiegelung von dem, was in der Gesellschaft ist. Wir
haben zum ersten Mal eine Regierung, die ähnlich das widerspiegelt, was wir in der Gesellschaft auch haben. Dieselbe Konflikte, dieselbe Widersprüche. In der Vergangenheit hatten wir immer ein umgedrehtes Bild. Also die Minderheit an Großgrundbesitzer bestimmen fast alles alleine an der Regierung, in diesen Zeiten der militärischen Kultur. Und dann gibt es einen großen Widerstand in der Gesellschaft. Später kam es dazu, dass diese Widerstandskämpfer zu Politikern wurden und hat man sich gehofft, jetzt dreht sich das Spiel ganz um. Ist nicht so geworden, aber man hat dieses Spagat, ich glaube, das ist dieses Wort, was es gar nicht auf Portugiesisch gibt, was am besten die Regierung Lula von vorne her, das ist immer noch Teil der Regierung Lula mit Dilma Rousseff, die erste brasilianische Frau, Präsidentin, die war ja auch in der vorherigen Regierung, wird es wieder schaffen, im nächsten Jahr wiedergewählt zu werden. Es ist schon eine tolle Entwicklung im Bildungsbereich. Wenn wir da sehen, was da stattfindet, ist es fast eine Revolution sozusagen. Also Menschen mit Bildung so zu beschäftigen wie niemals in der Geschichte, aber noch nicht mal in der Zeit von Paulo Freire und so. Und das im ländlichen Raum, das ist einmalig. Wie man das geschafft hat, nur durch sehr starke Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Ich habe das mal mit Gerhard Schröder auf einer Podiumsdiskussion beim Kirchentag in Hannover 2004 gesagt, dass in Brasilien Regierung wie ein Bohnentopfen gesehen werden. Sie werden nur im Interesse der Mehrheit regieren, wenn richtig von unten aufgeheizt wird. Und das ist eigentlich der Beitrag der letzten 20, 30 Jahren Zivilgesellschaft Brasiliens, der Weg zur Demokratisierung. Und da haben wir die internationale Solidarität gehabt. Eine Frage, du, hat da vielleicht auch das mitgeholfen, dass Sie sagten vorhin, diese Großgrundbesitzer haben das schon als Irrweg angesehen und gehen zurück mit dem Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen und dann würde sich ja auch ergeben, dass man nicht mehr so viel spritzt, dass diese Gifte auch negativ sich ausgewirkt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Großgrundbesitzer weniger spritzen. Sie geben weniger Geld aus. Auf was sie spritzen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Da wird sehr viel eingeschmuggelt. Es ist aber eine Marktfrage für sie. Die Großgrundbesitzer haben da kein großes Umweltbewusstsein. Das ist ganz einfach. Weniger Ertrag wollen sie nicht. Mehr Kosten auch nicht. Wenn es mehr Pestizideinsatz braucht, dann das von den Kosten her. Also die größte Sojaproduzent der Welt zum Beispiel, Breide Marge, als Kettensäge des Jahres 2004 von Greenpeace Brasilien ausgezeichnet worden, weil er für 48% der Entwaldung im Bundesstaat Mato Grosso zuständig war. Der kommt dann zur Biofach und sagt, naja, bitteschön, wenn Sie Bio-Soja wollen, sagen Sie, wie viel Sie zahlen. Dann produzieren wir es schon. Ja, das hat nicht mit einem Umweltbewusstsein zu tun. Das hat eigentlich immer mit der Geldfrage zu tun, diese Umkehr bei den Großgrundbesitzern. Ja? Ich glaube, gerade beim Geld sind. Sie haben vorhin gesagt, dass Brasilien nicht Kredite vergibt an Bauern zur Unterstützung und Förderung der ländlichen Landwirtschaft. Nun werden ja Mikrokredite mittlerweile in Indien zurückgefahren, weil man da schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Das sind Brasilien aus. Wir sind die Erfahrung. Wir hatten noch nie so viel öffentliche Kredite, subventionierte Kredite. Noch nie hatten die Kleinbauern so viel Zugang zu Geldmitteln, Technik, Wissen, Maschinen, alles, was man dazu sich so ausdenken kann. Und es hat es nicht verhindert, dass wir die Landflucht stoppen. Eine der Zeiten, in der am meisten Kleinbauern aufhören und gleichzeitig eine Regierung, die am meisten in kleinbäuerliche Landwirtschaft investiert. Und woran liegt es? Vielleicht auch an dem Konzept der Entwicklung, denn man betrachtet die Kleinbauern so etwas wie einen zukünftigen Großbauern. Also man ändert am Konzept nicht. Vielleicht macht man die Maschine etwas kleiner, vielleicht hat man da ein paar
kleine städtische Veränderungen. Aber im Grunde ist es immer noch dasselbe Landwirtschaftsmodell von der Politik gesehen, was die Finanzmittel betrifft. Zum Beispiel, die Krediten sind nicht damit verbunden, Gentechnik frei zu produzieren. Das könnte man aber, zum Beispiel. Man könnte das auch verbinden mit Nachhaltigkeit. Das wird aber nicht getan. Im Gegenteil, man macht eine Agrarindustrie im kleinen Bereich sozusagen. Das ist auch im Grunde die Gedanke des derzeitigen Vorsitzenden der Welternährungsorganisation, Graziano da Silva, der auch Brasilianer ist. Der glaubt ja daran, dass man die Bauern so etwas wie ein soziales Wesen, also man sollte im sozialen Bereich investieren, er sieht aber nicht da das Potenzial der wirtschaftlichen Dimension der Kleinbauern. Und das ist auch die größte Orientierung in der Region. Dass es da Widerstand gibt, natürlich, dass es eine Überraschung ist, dieses nationale Plan zur Förderung der Agrarökologie und das alles, das ist auch so. Aber im Großen und Ganzen ist die Förderung der Familienlandwirtschaft, wie sie heute vorangetrieben wird, keine große Veränderung im Konzept der Landwirtschaft Brasiliens. Außer, dass man darauf Kraft setzt, die Kleinen würden jetzt gestärkt, damit sie mal vielleicht zum Großbauer werden. Das ist das Konzept, das dahinter steckt. Das wird sehr stark bestritten, auch von uns, natürlich. Das sind diese Widersprüche. Die Landlosenbewegung weiß zum Beispiel nicht mehr, wie sie diese Regierung kritisiert. Auf einer Seite weiß sie, dass es ein Fortschritt ist, weil ohne das wäre es viel schlimmer gewesen. Ohne diese ganze Unterstützung. Dann hätten wir viel weniger Bauern. Auf der anderen Seite sieht man die ganze Zeit, dass es in eine falsche Richtung kommt. Also, dass man es doch anders gestalten hätte müssen. Ob es da eine Änderung gibt in den nächsten Jahren, ist die Hoffnung. Man hofft ja darauf, dass jetzt auch eine Bewusstseinsbildung wird, dass die Umweltfrage gestärkt wird. Und, in der Frage Energie waren wir vielleicht eher dran und dann hat plötzlich Brasilien eine riesige Ölreserve gefunden und dann war Schluss mit Förderung von Fahrenergie. Also eine ganz andere Debatte. Ich sehe da keine große Chance, die Landflucht zu stoppen durch Mikrokredite allein, wenn diese Mikrokredite nicht verbunden sind mit Strategien, die den Kleinbauern oder den Familien, die Familienlandwirtschaft anders betrachten als ein Großgrundbesitz. Also wenn man nicht auf das Bauern als Bauerntum setzt, als einer, der produziert und auch selbst konsumiert, einer, der die Ressourcen besser nutzt, optimisiert, also und auch ein wirtschaftliches Potenzial hat. Man kann das ja ganz einfach messen in Brasilien. Die Kleinbauern sind viel rentabler. Es würde viel mehr bringen, aber die Ressourcen, die im Nationalplan zur gefolgten Agrarökologie jetzt investiert worden, das macht 10% von dem aus, was eigentlich in die große Agrarindustrie steht. So im Vergleich gesehen. Und das führt dann andersrum zur Verpachtung von kleinen Betrieben. Also der Druck wächst ja auf die Vergrößerung der Fläche, sodass die Großbauern die Kleinen weiter verdrängen. Und die Ersten, die jetzt dran sind, sind die Indianer. Die sind am meisten vertrieben. Die werden sogar von den Kleinbauern vertrieben. Weil sie früher auf Reservaten, die Kleinbauern haben Land gekauft, das den Indianern gehört hat. Und jetzt ist die Frage, die Indianer wollen das Land wieder zurück. Und die Bauern sagen, ihnen gehört das jetzt, das Land. Und das ist der große Konflikt. Und auch die großen Staudämme führen dann auch nur dazu, dass vieles von dem Land, das im Besitz von Indianervölkern und Bauern liegt, dann auf einmal verschwunden ist. Also die Bauernfrage ist natürlich nicht gelöst. Ja, meine Frage ist da gerade in der Antwort aufgegangen. Auch nicht. Okay. Danke.
in der Form. Mit Subventionen. Ganz deutlich. Die meisten Lizenzgebühren, die Brasilien zahlt, gehen ja dahin. Also die großen Konzerne, die mit der Gentechnik profitieren, die führen dazu, dass ein Teil davon auch an die Bauern gehen kann. Obwohl man es schon seit 1996 sieht, dass mit dem Ertrag, mit den Produktionskosten reingerechnet ohne Subventionen, wäre das viel katastrophaler als bei uns. Also weil Brasilien hat ja den größten Ertrag bei Soja weltweit. Kein Land der Welt hat so viel Soja produzieren können wie Brasilien. Da war das dann auch eine spannende Frage. Würde vielleicht der Bauerverband der USA das zerstören wollen? Und es gab schon Angebote, dass die Brasilianer aufhören sollten, Soja zu produzieren von Seiten des Bauernverbandes der USA. Aber so gesehen mit Subventionen ist es möglich gewesen, weiterzuarbeiten, auch mit solchen hohen Kosten, die ja dann wiederum für das Land rentabel sind. Das ist, glaube ich, auch nicht nur in den USA so. Aber in Brasilien ist es sehr schwierig, da ohne Subventionen voranzukommen. Und die Kleinbauern dann auch subventioniert werden. Weil wir von Subventionen ja so gekoppelt sind an die wirtschaftliche Entwicklung, die ja auch in Brasilien zurzeit ein bisschen stottert. Das heißt dann auch eine absolute Abhängigkeit der Weltmarktpreise. Das heißt letztendlich, ist doch im Prinzip der kleine Landwirt, der sich auf dieses System eingelassen hat, unter Umständen nachher der Dumme, wo die Landwirt ja auch mitverstärkt werden kann, da er gar nicht in der Lage ist, seine Schulden zu tilgen. Langfristig gesehen? Ja. Aber vieles läuft ja kurzfristig. Da man Landwirtschaft als Investor betrachtet, dann, ja, man investiert da, solange es geht. Wenn es nicht mehr geht, dann haut man ab. Das kann der Bauer ja nicht so einfach. Ich wollte Ihnen nochmal vielleicht eine Skizze einer Projektion, 50 Jahre in die Zukunft gedacht. Böden verseucht, wie Grundwässer ebenfalls, wie sieht Brasilien aus? 50 Jahre, naja. In 20 Jahren soll eine Fläche so groß wie Großbritannien an Urwald zerstört werden, nur um mehr Soja anzubauen. Die meisten Flüsse werden keine Flüsse mehr sein, es werden Deiche sein, damit man das Soja von Westen nach Osten transportieren kann, wo die meisten Häfen sind. Es gibt ganz vieles an Landwirtschaft zerstört, aber auch an Urwald, vielleicht das ganze Pantanal. Es kommt schon zur Ausrottung vieler Lebewesen, es wird auch weniger Raum für Landwirtschaft geben. Viele Ländereien, also vieles von dem Boden ist schon Wüste, also sandiger Boden, die großen Chancen, die wir noch haben werden, dann, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden da sein. Und ich gehe mal davon aus, dass die einzige Chance es wäre, agrarökologisch zu produzieren. Das ist eine Richtung. Die Vernetzung zwischen Konsumenten und Produzenten zu stärken durch das Genossenschaftswesen, das gibt es bei uns ja auch. Sehr stark auf erneuerbare Energien zu legen, anstatt an großen Wasserkraftwerke, wo das immer noch als erneuerbar gesehen wird, oder der sogenannte Biodiesel aus Soja, was eine Katastrophe ist. Diese drei Bereiche, so mal zusammengezählt, Erhaltung der bäuerlichen Landwirtschaft und unabhängiger von Betriebsmittel, also von diesen ganzen Chemikalien, die von außen kommen und die das Land nach wie vor abhängig machen, und das ist ja auch nicht mehr lange, ne, dass das geht. Wie lange können wir überhaupt noch von Kali, von Phosphat abhängen? Diese ganzen Chemikalien, die ja nötig sind, um das zu korrigieren, was wir im Boden zerstört haben.
um diese Fruchtbarkeit zu erhalten, ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht, vielleicht 50 Jahre. So, überlegt, viele sagen, 50 Jahren würde dieses Modell Landwirtschaft noch gehen. Dann werden sich viele rechnen, wie alt werde ich sein, dann ist es ja egal. Das Konzept der Nachhaltigkeit geht ja auf eine Idee zurück, die jeder Bauer eigentlich hat. Jeder Bauer wünscht sich ja, dass der Sohn oder die Tochter oder der Enkel, dass die da weitermachen. Dieses Konzept, dass man sich etwas im Gedanken oder was der Erich Bloch als Prinzip Hoffnung mal beschrieben hatte, also eine Antizipation, eine konkrete Möglichkeit. Das ist ja genau das, was ich jetzt mache, vor 50 Jahren. Dass der Mensch sowas machen kann, wissen wir ja. Dass er aber in der Lage ist, etwas zu entwickeln, was er gar nicht erleben wird. Also für die nächsten Generationen, sage ich mal, nach den 50 Jahren. Auch bis 50 Jahren vielleicht geht es. Dass man in der Lage ist, das Land so zu benutzen und die Entwicklung so zu steuern, dass die nächsten Generationen dieselbe Lebensqualität haben wie wir oder eine bessere Lebensqualität, ist sehr fraglich. Es hängt ja von zwei Faktoren ab. Ne? Einmal, wie lange hält die Natur sowas aus? Und zweitens, was machen die Menschen in diesem Kontext? Wie handeln sie? Diese alte Frage der Kontingenz. Wie Menschen in bestimmten Bedingungen handeln. Ich könnte mir was auch zurückdenken. Was wäre passiert, wenn Lula 89 gewählt wird? Also die Wahl Lulas 89 wurde ja verhindert. Ne? Das wissen die meisten. Also Lula hat zum ersten Mal 1998 kandidiert. Und die Medien und die ganze Apparate und Einflüsse der USA haben das ja verhindert. Dass nach der militärischen Diktatur Lula der erste demokratisch gewählte Präsident wird. Hätten die Brasilianer sich damals für Lula entschieden, wäre vielleicht ganz Lateinamerika anders. Heute. Und die hätten mit ganz anderen Fragen. Ich kann ja aber nicht immer so denken, was wäre passiert, wenn. Aber es ist dieselbe Idee, was würde passieren, wenn. Also, was würde passieren, wenn im nächsten Jahr Dilma Rousseff nicht wiedergewählt wird? Also dann ist diese ganze Frage vorbei. Dann haben wir sicherlich das, was wir im Bundesstaat Paraná hatten. Also das war vor ein paar Jahren ein Hochburg der gentechnikfreien Produktion weltweit. Man hat immer gesagt, in Copa, Curitiba, Paranaguá, Hafen, da wird trennt die ganze Sache, es ist möglich, nach Europa zu exportieren. Das ist alles verloren gegangen. Die heutige Regierung in Paraná setzt stark auf Gentechnik und diese Entwicklung gibt es auch im ganzen Land. Wir haben keine Regierung, wir haben keine einzige Landesregierung, die das Konzept durchführen würde, wie heute die Bundesregierung. Und es sind 27 Bundesländer. Ist das nicht komisch? Also wie kann das, dass wir auf lokaler Ebene nicht diesen Zusammenhang schaffen? Noch nicht von Rio Grande do Sul, wo dieselbe Partei regiert, die an der Bundesregierung. Das ist eine spannende Frage. Was wird Brasilien in 50 Jahren sein, wenn diese Entwicklung weitergeht, die heute an dieser Regierung ist? Ich hoffe, und ich bin da sehr optimistisch, dass wir wieder neue Spielräume schaffen. Wir haben schon viele genutzt und das kann auch noch weitergehen. Wenn wir weiter in Bildung, auf Bildung setzen, dass wir weiter auf unabhängige Forschung setzen, dass wir weiter auf Mikrokrediten setzen, die dann aber in eine andere Richtung geleitet werden. Dafür muss man ein anderes Kräfteverhältnis in der Gesellschaft schaffen. Und auch bei den Wahlen, das ist ganz schwierig heute in Brasilien im Parlament, also im Senat und im Parlament. Das sind dieselben konservativen Kräfte, die es schon immer gab. Und jetzt ganz neu, die Judikative. Die Judikative ist derzeit die diktatorischste Kraft Brasiliens und die entscheiden allein ohne ein
demokratisches Mandat zu haben. Die werden ja nicht gewählt. Und jetzt haben sie was ganz Neues im brasilianischen Recht erfunden. Menschen zu verurteilen, ohne dass sie irgendeinen Beweis dafür haben. Und das setzt sich so langsam durch. Und das hat auch mit diesen letzten Fakten zu tun, die in den Medien sind. Ich werde jetzt nicht dafür plädieren, dass diese Politiker, die ins Gefängnis geschickt wurden, dass diese tolle Politiker sind, aber für diese Sache, die sie jetzt bestraft werden, gibt es keinen Beweis. Die hätten für andere Dinge vielleicht ins Gefängnis kommen können, aber nicht für die, wo sie jetzt sind. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte. Was heißt es, eine Judikative zu haben und dann so ein Spielchen mit Demokratie, wenn Judikative eigentlich entscheiden? Zwischendurch hat es sich schon angehört wie ein Schlusswort, weil ich froh war, dass du in deiner Perspektive der nächsten 50 Jahre, neben allem, was salopp gesagt schief gehen kann, du auch Hoffnung gebracht hast und viel Optimismus. Und ich bin jetzt total brutal und breche das ab. Wir sind noch weiter hier, wir können noch ihre Fragen stellen, aber einen Großteil möchte, glaube ich, so langsam lesen. Es ist ein komplexes Thema, wir könnten wahrscheinlich noch für die nächsten 3 Tage hier diskutieren. Es wird aber, glaube ich, viel spannender, wenn ihr ein wenig forscht bei euch und wenn ihr in 2, 3, 4 Jahren uns wiederlebt und berichten kannst, was ihr alles herausgefunden habt. Eins steht, glaube ich, schon fest, Gentechnik, so wie sie jetzt ist, scheint nicht die Lösung zu sein. Agrarökologie oder die kleinbäuerliche Wirtschaften ein Ausweg in gewisser Richtung und den Wandel der Agrarpolitik, wie auch immer er vor sich geht und wo auch immer er passiert, vielleicht müssen wir hier in Deutschland auch damit gucken und gerade in Niedersachsen, da müssen wir drauf gucken, weil nicht alles, was die Politik verspricht, auch wirklich selbstverständlich gute Absichten haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, dass Sie gekommen sind, für Ihr Fragen stellen und ich danke dir für deinen Bericht, für deine vielfältigen Erfahrungen, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ich finde, wir haben auf alle Fälle gelernt, dass wir weiter wachsam bleiben müssen, dass wir auf alle Fälle nicht an den Glauben der Industrie verfallen sollten, was sie uns alles Schönes erzählen, dass wir uns wehren müssen, dass wir aufstehen müssen, du hast so schön gesagt, von unten aufheizen. Und wenn wir mit der derzeitigen Agrarpolitik in Deutschland nicht so richtig zufrieden sind, dann haben wir eine Chance, im tiefsten Winter aufzustehen und Berlin aufzuheizen. 18. Januar ist das Stichwort. Da können Sie und wir gerne mit uns in Berlin demonstrieren für eine andere Agrarpolitik, Bauernhöfe statt Agrarindustrie. Hier werden sicherlich Gerüchte starten. Ja, habe ich schon gehört. Dann sehen wir uns wahrscheinlich spätestens in Berlin. Danke fürs Kommen. Jetzt hat aber auch noch nicht mehr das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Antonio Ambrioli, für diesen faszinierenden Vortrag, muss ich sagen. Sie haben genau klar gemacht, worum es geht. Es ging hier nicht nur um Gentechnik, es ging nicht nur um Fragen der Landwirtschaft zwischen Großgrundbesitz und bäuerlich. Es wurde zum Schluss relativ philosophisch auch und ich glaube, das ist sehr wichtig, diese ganzheitliche Betrachtungsweise eben nicht arrogant als Fachidiot herzukommen, sondern bei allem, was man tut, immer auch die Wirkung auf das große Ganze, auf die anderen mit dem Auge zu halten. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich als Appell an uns richten möchte. Wir können ja sagen, Brasilien ist weit weg, wir haben ihre Probleme mit der Politik, mit ihrer Form von Landwirtschaft, aber wir müssen uns klar machen, das, was wir hier in Deutschland oder hier in Europa machen, der Import des Gensojas zum Beispiel, hat ja ganz direkte Auswirkungen auf das, was sich in Brasilien tut. Während wir deutschen Landwirte, gerade hier in unserer Veredelungsregion, Weser-Ems, nicht diejenigen, die das Futter nachfragen würden, dann hätte man in Brasilien wahrscheinlich eine ganz andere Art von Landwirtschaft.
Also da stehen wir in der Verantwortung, aber nicht nur wir Landwirte, sondern natürlich auch alle hier im Raum und darüber hinaus, die als Verbraucher die Produkte nachfragen, zum Beispiel sehr viel Fleisch konsumieren, das mit einer bestimmten Art und Weise hergestellt wird und dort auch einen sehr billigen Preis erwarten. Also das sollte unser Appell sein, uns hier auch weltweit zu vernetzen. Die Konzerne, die großen Firmen, die haben Sie aufgezählt, sind natürlich weltweit vernetzt. Und wir müssen als Zivilgesellschaft uns ebenfalls weltweit aufstellen und dagegen halten. Sie haben gerade erwähnt, Sie haben gerade die Via Campesina erwähnt, die größte Vereinigung von Bauern weltweit. Unsere kleine deutsche AWL ist auch Mitglied der Via Campesina, als einziger Bauernverband in Deutschland. Ich habe aber gerade gelesen, nächstes Jahr ist das Jahr der bäuerlichen Landwirtschaft und die UN hat einen Sonderbotschafter ernannt, der die bäuerliche Landwirtschaft stärken soll. Das ist Gerd Sonnenleitner. Ich erwarte eigentlich stündlich den Beitrittsantrag von Gerd Sonnenleitner für die AWL, denn er möchte sich ja sicher dieser weltweiten Bauernbewegung dann anschließen. Ich weiß aber noch nicht so genau, ob wir den positiv bescheiden können, diesen Aufnahmeantrag. Also wenn man diese Personalie hört, dann sieht man, dass da noch sehr viel zu tun ist und ich kann mich da nur Annemaries Ausführungen anschließen. Wer glaubt, dass die Sache der bäuerlichen Landwirtschaft bei Gerd Sonnleitner und seinesgleichen nicht unbedingt gut aufgehoben ist, der muss sich schon selber auf den Weg machen, sich mit anderen Gruppen vernetzen, wie wir es hier auch in Westerstede immer wieder machen. Und ich kann euch versichern, es fahren Busse, hoffentlich viele, und das wird wieder mal in bewährter Manier Susanne Grube organisieren vom BUND Ammerland, wie sie auch diesen Abend hier organisiert hat. Nochmal herzlichen Dank dafür. Ja, und nur das kann der Weg sein, dass wir der Macht der Konzerne und dem großen Einfluss, den sie haben, auf Wissenschaft, auf Politik, unsere vereinigte Macht als Bürger, als Bauern entgegensetzen und da ein Gegengewicht schaffen. Dankeschön. Ja, als kleines Dankeschön möchte ich noch eine Flasche Wein überreichen.